Aber theoretisch sieht das doch gut aus. Was geht, Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Frost hat mein Leben auch enorm erleichtert. Ja, vor allem erleichtert ist das Leben ohne schlechte Gewissen, dass man was Ungesundes isst. Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Aber Sushi aus dem Kühlregal ist so ekelhaft. Echt? Nee, finde ich gar nicht. Ich finde die immer sehr lecker. Ah, geil. Es freut mich, dass ihr hier seid, Guys. Ich bin gespannt, wie lange ich dieses T-Shirt noch trage und wann der Moment kommt, wo ich mich da mit meinem Kaffee übergieße. Aber wir genießen das Shirt einfach noch, solange es sauber ist. So, und jetzt erstmal danke an Grün für das Gifted Sub an Caro vorhin. Das ist sehr, sehr lieb. Caro, viel Spaß mit deinem Sub. Cam9 mit einem Jahr, Tier 1 am Start. Owlet auch mit 7 Monaten. Ja, richtig, Vario, genau so. Sepp, danke dir auch für 14 Monate Prime. Damn. Craftmaster Zero mit einer sehr lebensverändernden Nachricht. Hübit der Hübi, Hübit der Hübi, Hübit der Hübi. Shilo mit einem ganz frischen Prime-Sub jetzt. Ey, freut mich. Vielen, vielen Dank dafür. Kuli mit 10 und Adrian auch mit 10. Hammer. Kuli und Adrian, ihr habt beide zur selben Zeit angefangen, mich zusammen. Ihr seid jetzt quasi Brüder. Schön. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Guys, was zur Hölle ist das für ein Emote? Jans, aha. Das ist ein sehr interessanter Emote. Mein UI-Paket wird leider von der DHL wieder zurückgeschickt und das nach 2 Wochen warten. What? Wieso? Also ich meine, es wird dann wahrscheinlich bei mir landen, beziehungsweise im Lager. Aber wieso? Aus welchem Grund? Grund, haben die da eine Begründung geschickt? Ey, ist mal voll ärgerlich. Danke, Tobi, für 300 Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, echt so übelböse DRL. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Den gibt's auch bei Better Twitch TV. Ja, aber ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn wir den nicht haben. Wichtig ist, dass wir Pipo Knife haben. Was hat mir eigentlich noch hinzugefügt? Was sind die neuen? Ja, schreib an die Info-Mail Queen. Dann wissen wir Bescheid, dass es von dir ist. Stimmt. Lick hatten wir, das war auch sehr stark. Keg You. Genau. Aber wir hatten noch mehr, oder? Ah, Lick war schon geil. Lick Beethoven. Das ist schon. Stimmt, und Pika. Aber auch nur, weil Lea das haben wollte. Caro mobbt dich. Ja, gut so. Weiter so, Caro. Ja doch, Lick ist schon ein brutaler Emote. Hey Hubi, was geht? Immerhin einer, bei dem ich nicht denke, dass ich... was? Immerhin einer, bei dem ich nicht denke, ich kann nicht mitzocken. Bitte was? Bowser, was versuchst du mir zu vermitteln? Bitte sprich nicht in Rätseln, sag, was du denkst. Ja, Bubu, ich glaube auch, der Pika-Emote könnte auf jeden Fall einer sein, der untergeht. Aber ich sag mal, wie gesagt, Jammies. Jammies ist das beste Beispiel gewesen. Jammies kam, war wochenlang nicht da und auf einmal war Jammies da und es lief. Warum hast du keine Fische in der Wassersäule? Weil ich Plastikfische in der Wassersäule ultra billig und schlecht aussehen finde. Aber Jammies ist der Shit, Mann. Track you! 17 Monate, damn! Dankeschön! Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich benutze hier als einzige noch Jammies. Ja, aber das Jammies kommt und geht, aber ich meine, Jammies ist ein Emote, den kennt man so. Das ist, aber es ist halt auch die Frage, ob man ihn fühlt. Ne? Dann halt echte. Oh ja, ich glaube, echte Fische würden sich da drin sehr wohl fühlen. Schau, in letzter Zeit ganz viele alte LPs von dir, wie Superstar Mode, BOTW oder Mario 3D World 4K, genieße es absolut. Ey, freut mich, Mann. Freut mich. Das ist ja auch cool, wenn alter Content noch so gut ist, dass man ihn gut enjoyen kann. Aber ich habe das Gefühl, Pipo Knife ist mit Abstand das Beste, was wir hätten hinzufügen können. Bin im Urlaub, alle streamen die zweite Welle vom DLC und ich würde es gerne mitzocken, kann aber nicht. Bei dir kann ich ohne Trauer nicht mitzocken zu können zuschauen. Ach so, weil heute der DLC rausgekommen ist. Ja, das ist, da bist du hier auf jeden Fall am richtigen Ort. Pack da einen Delfin rein. Ja, das ist eigentlich actually eine sehr gute Idee. Doch, ich glaube, wir packen uns da einen Delfin rein. Pipo Knife Slow Chat. Ja, Bruder, Sub halt.
oder werd VIP. Du hattest Anfang doch 2019 3D World gespielt, oder? Da war das Projekt durch, als ich dich entdeckt habe. Ja, habe ich. Anfang 2019 und Anfang 2016 habe ich es auch schon mal gespielt. Aber das 2016 LP, das war noch sehr, sehr billig. Also ich meine, es war trotzdem gut, aber das war schon... Man merkt, dass ich noch relativ frisch auf YouTube war. Also es war noch in meinem ersten Jahr, glaube ich. Oh, den Hammerhai aus Pokémon. Ja, der wäre da drin auch großartig aufgehoben. By the way, Minecraft von gestern. Ich guck mal, ob der Stream von gestern schon auf meinem neuen VOD-Channel hochgeladen ist. Ob der schon verfügbar ist. Ne, er wird immer noch verarbeitet. Shit. Ne, ich werde bald einen VOD-Channel haben, Freunde. Voll crazy. Was machst du heute? Boah, Zitrusfrucht. Ich habe keine Ahnung, wenn man den Titel liest, was ich heute mache. Ey, ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. Aber gerade wenn im Titel immer genau steht, was getan wird. So, manchmal habe ich auch so einen Titel, der heißt einfach so, was geht ihr Maden oder so. Aber wenn im Titel immer genau steht, was passiert, schwierig. Pack da ein Baby rein, aber mit Schwimmflügeln, damit es sich über Wasser halten kann. Ja, Wario, die Idee ist auch da. Wir akzeptieren sie und werden vielleicht in Zukunft nochmal drüber nachdenken. Wicked ist immer der beste, Titel. Wicked in den Chat zum Beispiel. Was? Ey, Jojo. Ohne Scheiß, ich glaube, ich würde die Säule genau einmal mit Spezi füllen. Dann würde wahrscheinlich die komplette Pumpe unten verkleben. Ja, sorry, bin neu auf Twitch, keine Planung, wo der Titel steht. Titelswort. Es freut mich, dass du hier bist. Aber du möchtest mir sagen, du weißt nicht, wo ein Titel steht. Ich hab dich sehr lieb dafür, dass du da bist, wirklich. Aber die Ausrede, ich weiß nicht, wo der Titel... Das ist egal, wie lange du im Reddit warst, Meister. Du findest den Titel. Der ist meistens relativ weit oben. Wie bei jeder Videoseite. Ey, Florian, danke schön für 22 Monate. Was geht? Morgen gibt's endlich das langersehnte KW-Treffen in Berlin. Oha! Oha! Dann könnt ihr alle gemeinsam den Ameisenbär-Release zelebrieren. Die Mucke geht mir jetzt aber auf den Sack, muss ich sagen. Oh ja, die ist besser. Das hinkt wie Hübis Fitness. Alter, Splatty, wenn du erstens... Mir wird angezeigt, dass du kein Bild hast. Du schaust nur mit Ton zu. Du siehst mich nicht mal. Und machst Aussagen über meinen Fitnesszustand. Das ist wie ein Blinder, der sagt, dein Oberteil sieht nicht schön aus. nee, CTV, die ist tatsächlich nur privat auf meinem Rechner. Also Splatty halt einfach die Schnauze. Oh, ein bisschen Splatty-Dissen, das gefällt mir. Was ist dein Lieblingsgetränk? Entweder Spezi, bloß in letzter Zeit trinke ich wieder viel Effekt. Es wechselt immer zwischen Effekt und Spezi. Aktuell ist es wieder Effekt. Aktuell bin ich eher wieder auf dem Energy-Trip. Aber es wird dann wieder die Phase kommen, wo ich einfach permanent Spezi Zero sippe. Würdest du Stray spielen? Nee. Also das Spiel sieht cool aus, aber ich sehe es jetzt nicht als etwas, was ich auf meinen sozialen Medien bringe. Ja, es sieht nach einem guten Spiel aus, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das zu streamen oder zu Let's Playen. Große Frechheit, mein Supermarkt verkauft keine Spezi. Ja, Spezi ist mittlerweile sehr deutschlandweit vertreten, aber noch nicht überall. Da gebe ich dir recht. Man kann es ja nicht überall finden. Bin gerade beim Fischen und schaue Hübi-Stream.
Ey, Bro, pass auf, wenn Hammerhai kommt. Wir haben da gestern im Stream ganz, ganz unglückliche Erlebnisse gemacht. Keine Sorge, zieht doch hoch. Das Game kommt auf jeden Fall noch. Da müssen die ganzen Bayern hier für die Gamescom Spezi für alle besorgen. Ja, bloß das Problem ist, rein offiziell darf man ja keine Getränke mit auf die Messe nehmen. Aber die Taschenkontrolle ist quasi nicht existent. Also wenn du die Getränke etwas weiter unten in deinen Rucksack packst, dann ist das, glaube ich, noch nie aufgefallen. Wenn du jetzt nicht 10 Glasflaschen im Rucksack hast, die alle klimpern. Also offiziell darf man, glaube ich, kein Essen und Trinken mit reinnehmen. Aber wie gesagt, die Taschenkontrollen sind so lächerlich. Man kriegt immer was mit rein. Always. Ich habe auf der Gamescom 19 haben mir so viele Leute eine Dose Spezi mitgebracht. Also es ist wirklich, es ist sehr easy. Es ist, also, da muss man muss kein Schmuggler sein. Was wir sehen, eine Flasche Wasser. Was der Veranstalter sieht, Bombenbreak. Ja, so ein bisschen schon. Skydome, by the way, Dankeschön für 15 Monate Prime. Schön, dass du hier bist, Mann. Mega, mega fresh. Wie motiviere ich mich für ein Tarzan-Musical, worauf ich keinen Bock habe? Einfach nicht hingehen, Digga. Ja, Metroid-Jäger. Die Omega-Rubin-Randomizer ist einfach was, das schiebe ich permanent vor mir her. Weil ich mir so schwer tue, zu Projekten zurückzukommen, die seit Ewigkeiten quasi nicht mehr gebracht wurden. Na, ich habe da meine Problems. Aber, wie das Sportstudio beweist, irgendwann mache ich's. So motiviere ich mich auch für Klausuren. Einfach nicht hingehen. Ja, klar. Und dann Penner werden. Wollt ihr dieses Jahr unbedingt auf die Gamescom gehen, aber wir fahren ein paar Tage danach in Urlaub und mein Papa meinte, es wäre zu stressig. Da hat sich dein Dad aber schön aus der Affäre gezogen. Also wenn ihr ein paar Tage danach erst wegfahrt, hättet ihr ja schon am Donnerstag gehen können. Na, da hättet ihr noch genug Zeit gehabt. Nein, Spaß. Dein Dad wird schon wissen, was passt und was nicht. Die wird ja hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Außer sie wird dieses Jahr so scheiße besucht, wobei ich glaube nicht, dass die Kacke besucht wird. Solange das Suicune Bobo lebt, wird die Rando gespielt. Du, alles gut. Es ist ja legit nur noch ein Stream, glaube ich. Ich meine, wir stehen vor Arena 8 und ich glaube, danach kommt ziemlich schnell die Liga und dann ist auch schon Feierabend. Ey, Juster D, was geht, Mann? Und grüß dich auch einmal. Schön, dass du da bist. Bin auch da, habe ein Geschenk, mein Judster. Ah, du meinst auf der Gamescom? Oha! Ey, darf ich mich jetzt schon freuen oder ist das ein Trollgeschenk? Oh yeah! Lieblings-Sitcom? Boah, ich schau wenig Sitcoms. Ich glaube, Two and a Half Men trifft am ehesten meinen Humor. Und Alex, danke dir für 5 Monate, ne? Mucki ist geil. Meine Fam geht aber zum Musical. In der Bude zu sitzen und Mario Kart zocken fühlt sich auch dumm an. Du sagtest doch, du bist ultra traurig, dass du es noch nicht spielen kannst. Ich sehe das Problem nicht. Hast du schon Multiversus gezockt? Nee. Ich bin auch kein Smash-Spieler. Na, also, ich bin nicht so ein Kampfspieler, bin ich nicht. Aber ich find's cool, dass Smash eventuell einen guten Konkurrenten bekommt. Ich meine, es muss sich immer noch zeigen, ob Multiversus auch über Monate oder Jahre die Spielerzahlen halten kann. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. So, und das ist eine gute Sache. Übrigens kann ich das durchgestrichene Auge auch wegmachen und trotzdem nur Audio haben. Das ist ein öffentliches Banner. Heißt das, du hast jetzt Bild oder nicht? Ja, es kann auch sein, dass es ein Game ist, das nach 2 Wochen da ist. Wie gesagt, so ein Spiel muss sich immer über mehrere Monate beweisen. Wann auch seit ich Minecraft Evolution weiter habe, das übel gefeiert. Ich denke nächste Woche Mittwoch. Also ich werde das Game auf jeden Fall weiterzocken. Es hat todesviel Spaß gemacht. Das war sehr geil. Und I stole your toast. Bro, bitte klau mein Toast nicht. Dankeschön für den Tier 1 Sub. Schön, dass du da bist. Nickelodeon All-Star Brawls war damals eher weniger ein Konkurrent. Ja, aber
Also die, ich glaube, die Spielerzahlen sind immer noch äußerst stabil. Ich glaube, warte mal, wie heißt es? SteamDB? Wo man sich diese Daten von dem Spiel angucken kann? Warte, ich schau mal. Trending Games. Oh ne, ist es schon wieder überall verschwunden? Warte mal. Wie ist es? Multiversus, ne? Ja, Multiversus. Wo sehe ich die denn? Charts, hier. High Resolution Steam Charts. Hier, Players. Nee, eigentlich immer noch sehr stabil. So, sie sinken. Aber es sind immer noch so tagsüber, zu Peakzeiten immer schon noch so 130.000 Spieler. Und das nur am PC. Das ist actually 130.000 ist sehr gut. Oh, da ist Multiverse. Doch, also bisher hält es sich recht gut. Es ist bei den meistgesch... Es ist auf Platz... 3, 4, 6... 8, auf Platz 8 der meistgespielten Spiele auf Steam. Das ist schon okay. Aber wie gesagt, es muss sich über lange Zeit beweisen. Cyflix Meister, 10 Monate! Ich wünsche euch viel Spaß bei Odyssey. Würde im Hintergrund gimpeln. Gimpeln? Und nebenbei Sekiro zocken. Habe euch liebe Grüße von Pascal aus Berlin. Ah, der Cyflix. Grüße zurück in die Landeshauptstadt, Meister. Ich wünsche dir viel Erfolg bei Sekiro, dass du nicht zu sehr raged. Und danke, dass du da bist für den Support. Wollte gestern Abend kurz vor knapp was kaufen gehen und bin um 21.59 Uhr an der Kasse. Vor mir eine ältere Dame, nicht viel dabei. Durfte nicht mehr zahlen, da sie ihr Sparschwein geplündert hatte und mehr Kleingeld bei hatte als Pokerspieler-Chips. Hä? Aber, also, in was für einen Laden gehst du denn, wo die um Punkt, was auch immer, die Kasse zumachen? Also bei uns ist es so, also bei uns auf dem Land machen ja die Läden alle schon um 8 Uhr zu. Aber da ist es so, also sie machen halt um 8 Uhr die Türe vorne zu. Aber alle, die noch drin sind, können noch ganz normal zahlen und rausgehen. Also, welcher Laden macht denn um eine genaue Uhrzeit die Kasse zu? Hä, what the fuck? Bei uns genauso an der Tankstelle. 0 Uhr ist Kassenschluss, wir müssen alle rausschicken. Oha! Nee, also, ich war nur einmal... Okay. Nach Ladenschluss noch in dem Laden, da war ich auch so um 19.55 Uhr oder so, war ich im Rewe und dann halt habe ich nach 8 Uhr noch gezahlt. Aber die machen halt einfach um 8 Uhr die Tür zu. Das Dreisteste war, dass ich die Sachen selber zurückbringen musste. Real. Ja, eben und vor allem, also das ergibt doch gar keinen Sinn. Die wollen doch Umsatz. Hä, so, nein, wir wollen jetzt kein Geld mehr verdienen. Weil es Punkt 22 Uhr ist. Hä? What the fuck? Ja, aber irgendwie geht... Also, hier in dem Fall stand er ja schon an der Kasse. Er wurde einfach um Punkt 22 Uhr, während er an der Kasse stand, weggeschickt. Das ist dumm. Meint ihr das allgemein? Ach so, ja, das auf jeden Fall. Es dauert noch länger, die Sachen wegzubringen, als zu sagen, ja, voll. Und du machst kein Geld. Ich habe gerade das aktuelle Gratis-Spiel bei Epic geholt und den Creator Code Hübi eingegeben. Bruder, danke für den Support. Bro, ohne Scheiß. Ohne dich würde meine Selbstständigkeit nicht laufen. Was findest du kurzlebig oder sprechender Hut aus Harry Potter? Sprechender Hut. Ich bin nicht der größte Hedwig-Fanboy. Ich meine, es sind schon cool, dass es Eulen und so gibt. Und Hedwig ist auch schon die coolste Eule im Harry Potter-Universum. Wobei, wie heißt diese Eule von den Weasleys, die immer gegen die Scheibe rattert? Die ist auch geil. Aber sprechender Hut ist schon cooler. Bist du schwul? Nein, bin ich nicht. Ich bumse weibliche Frauen. Ja, Lick L Creator Code Nutzer, so sieht's aus. Errol, genau, Errol heißt die Eule. Vor allem erste Nachricht. Immer, ja, ich habe mir auch gerade bei weibliche Frauen gedacht, ob ich das noch korrigieren soll auf ich weibliche Menschen aber oder Personen, aber dachte ich mir, ach komm, fuck it. Homoerotisch bin ich durch und durch, Lukas.
Ich habe auch den Creator Code Hübi drin. Ey, Ehrenbruder. Bobo, halt die Schnauze. Scarlett, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr auf den Stream. Aber die Musik ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu... Da, die fühle ich schon mehr. Das ist immer die Mucke, wo ich denke, es ist... Doch, es ist Dragon Ball. Lol, ich wollte... Ich habe gerade auf die Mucke geguckt, so hoch. Und auf einmal so, bam, 5 Subs. Heute nicht als anonymer Spender, Kogi. Heute hast du es hinbekommen. Ey... Holy shit, ey, was ein Timing. Vielen, vielen lieben Dank für die 5 Subs an Erwin Maria, an Hü Martin, an Sassi Bacca, am Mogus Imposter. Kranker Name, Bro. An Anonymlix und an Sindonum. Hammer. Vielen, vielen Dank. Grüß dich, Hedden Art. Schön, dass du da bist. Nein, Dragon Ball. Keine Dragon Balls. Wenn du die Musik nicht fühlst, mach Dire Dogs an. Mir geht's dann immer besser. Okay. Immer wenn ich jetzt einen Track nicht fühle im Song Request, mache ich einfach Dire Dogs an. Aber nur die Luke Sword. Aber nur die Luke Sword Version. Die ist nämlich viel schöner. Also alle 2 Minuten. Naja, manche Tracks gehen ja auch 3 Minuten, Wario. Ah, die Mucke macht so gute Laune, ohne Scheiß. Dann spürst du einfach die Zeit zurück. Ah, eher weniger. Eher weniger. Wo ich glaube, wenn der Mensch es irgendwann mal wirklich schaffen sollte... in irgendeiner Art und Weise die Zeit zu beeinflussen. Ich glaube, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir gebumst. Das würde so hart abused werden, dass komplett Feierabend wäre. Ich hoffe, dass das eine Sache ist, die der Mensch einfach niemals hinbekommt. Gibt's schon, ja. Ich glaube, was können wir? Wir können Staubkörner... irgendwie eine halbe Sekunde in die Zukunft schicken oder irgendwie sowas? Unter enormem Energieaufwand oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas können wir doch, oder? Das gibt's, ich danke dir! Aber wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine Viertelstunde Playlist-Erweiterung. Da habe ich nämlich Bock zu. Und ich will jetzt mal ein paar Tracks reinballern, die keine Videospiel-Tracks sind. Ich habe nämlich ein paar Ideen. Worauf ich Lust habe. Okay. Moment. Ich muss nur kurz den passenden YouTube-Kanal auswählen. Da. So, Moment. Oh, geil. K1 bringt... Nein, nicht ernsthaft. Ich sehe nur gerade in meiner Abo-Box Folgendes, Freunde. Moment. Das wird bestimmt ganz großartig. Hallo, würdest du bitte auf... Danke. K1 bringt einen Track raus mit dem Namen Malle. K1 macht Malle-Musik. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass Laila ein Hit ist. Bruder, das Cash muss ich mitnehmen. Erstmal ein Lied droppen, das Malle heißt. Dieser K1. Es tut mir manchmal so weh, das zu sagen.
Aber der Typ ist so ein krank stabiler und guter Rapper. Zu sehen, was der mit seinem Talent macht. Ja, er ist finanziell damit erfolgreich. Es tut so weh. Er ist so ein krasser Rapper. Er ist wirklich so ein guter Rapper. Unfassbar, was der rappen kann. Und seine größten Hits sind Senorita, ich trinke Margarita und, keine Ahnung, spreng die Cafeteria. Und jetzt bringt er einen Hit raus, Malle. Bruder, das ist einfach nur traurig. Blooper, by the way. Dank dir noch für 8 Monate. Layla ist nicht in den meisten Discos verboten, Nintendo. Das ist auch so ein Schwachsinn. Das ist... Ich glaube, Layla wurde ja, glaube ich, auf 2 Volksfesten verboten. Ich glaube, Layla wurde doch auf 2 Volksfesten ursprünglich verboten. Ich glaube, in Würzburg und noch irgendwo. Schau, moin Hübi. Und Deutschland tut so, als ob das Lied überall komplett verboten ist. Das ist so ein Trash. Also, das ist so Lügenpresse, das ist unglaublich. Okay, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Mir ist nämlich gerade gekommen, dass ich extrem Bock auf... Warte mal, was hat Spider-Man? Gibt's irgendeinen geilen Spider-Man-Remix? Ich hätte voll Bock auf einen Spider-Man-Remix. Abendmeister, Junsen hier. Frage, wenn die Fanfiction irgendwann in 300 Jahren fertig ist und ich es dir per Discord geschickt habe auf Flecker Basis, wie du dann... Detektiv kaufen, ich muss es immer wieder sagen. Ich gebe... Danke dir für die 100 Bits. Aber ich gebe niemals Blankoschecks zu irgendwas. Das ist, es freut mich immer sehr, wenn so Fanstuff gemacht wird. Und prinzipiell bin ich auch immer offen, sowas zu zeigen. Aber ich weiß nicht, wie lang es ist. Ich weiß nicht, um was es geht. Und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich bringe das im Stream, ohne das gesehen zu haben. So. Also, das ist immer das Problem. Das ist jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern allgemein jetzt mal gesprochen. So häufig haben Leute immer so ein bisschen die Erwartung, ich erstelle jetzt irgendeine Form von Fan-Content. Na, und das wird dann zu 100% von Hübi im Stream gezeigt und gefeiert. So, das ist so... Ich könnte nicht dankbarer sein, wenn Leute Fan-Stuff machen. Das ist so eine Ehre für einen YouTuber. Aber das kann halt... Aber der Fan-Stuff kann, auch wenn er von... Wenn er gut gemeint ist, von sehr geil bis absolute Scheiße alles sein. Und deswegen kann ich niemals sagen, ja, Mann, werde ich tun oder nicht. So, das ist... Weil das ist auch so blöd, das klingt auch Selbstschutz für die Leute. So, imagine, Leute machen irgendwas. Ich merke, dass es nicht gut ist. Aber dann bringe ich es trotzdem im Stream und stell den vor allem bloß, was es für ein Otto ist. So, was wäre ich für einen Streamer so. So, aber ich wollte jetzt hier in die Mucke reinhören. Irgendwas Chilliges. Wahrscheinlich ist ein Lo-Fi-Mix hier wahrscheinlich auch das Beste. Oder so ein... Gibt's Spider-Man Jazz-Remix? Gibt's da was? Gibt's da irgendwas Geiles? Oh Mist, das wird aber... Das wird geclaimed. Ey, Dankeschön für 3 Monate, Meister. Was schreibt man bei so einer... Kohle war United. Worte, hier sind Worte. Wieso ist das so schwer? Ich weiß es nicht, Meister. Ich kann es dir nicht sagen. Aber vielen, vielen Dank mal für die 3 Monate. Okay. Yo, Alter. Ja, Mann, das brauchen wir. Jazzmucke ist so gute Just-Chatting-Musik. Yo, wie cool. So, weil das, auch wenn man das leise macht, so, das stört beim Quatschen nicht so. Das kann man laufen lassen. Jazzmusik ist ja auch häufig so ein bisschen Hintergrundmusik, gerade als auch in Cafés und so.
Alter, fühle ich. Voll gut. Also das Setting-Mucke voll geil, ja. Leute, ich habe doch gerade gesagt, ich will keine Videospielmusik. Yo, bring Kingdom Hearts. Yo, mach Mario 3D World. Yo, Mii-Channel, Bruder. Alles klar, Jungs. Alles klar. Aber gibt's einen guten... Gibt's einen... Ah, oh, nee, warte mal, wie heißt denn der? Warte mal. Gibt's irgend so einen... So einen Was du willst, ist ja auch egal. Ja, true. True. Warte mal, bei Star Wars Lo-Fi, da gibt's ultra viel. Closed on Sunday hat so guten Shit. Der hat so guten Shit, da können wir, da kann man theoretisch so viele nehmen. Geh beiseite. Der Boss kommt. Mach den Wap, mach den Schrauber. Schrauber macht den Helikopter 117, mach den Wap, mach den Schrauber. Schrauber macht den Helikopter 117. Ein Helikopter 117, das klingt so geil. Mach den Helikopter 117. Dankeschön, Lego, für die 5 Euro. Das ist ganz lieb von dir. So, ich glaube, ich ohne Scheiß, ich glaube, ich zwiebel mir einfach die komplette Playlist hier rein. Das ist alles gut. Dark Leaf, das weiß ich, Meister, das weiß ich. Oh ja, das Bye-Bye-Instrumental. Obwohl, ich glaube, das Bye-Bye-Instrumental ist mir zu... Aber ja, wir können mal so ein bisschen in die Instrumentals reinhören. Warte mal. Zack. Da habe ich doch hier einiges. Instrumentals, hier. Da, ich habe hier doch einen riesen Ordner, Guys. Okay, jetzt ist einfach alles verschwunden. Alles klar, ich habe einfach alle meine Fenster minimiert. Bruder, was ist denn jetzt passiert? Ah, ich bin wieder da. Asta, ich liebe A Window to the Past, aber ich weiß nicht, ob der mir too sad wäre. So, wenn du verstehst, was ich meine. Der Hintergrund, ja, Bruder, der Hintergrund ist, hier tätowiert. Sieht man jetzt in der kleinen Cam nicht. Aber die Fische habe ich auch als Tattoo. Der Risiko-Instrumental, das wäre strong, ne? Aber es muss sich halt leise laufen lassen, ne? Da brauche ich ein Remake. Weil wenn ich das auf voller Lautstärke laufen lasse, im Startscreen oder so, dann schallert es mich direkt aus dem Leben. Instrumental Remake. Meine Achselhöhle riecht heute nach Apfelsinen. Das freut mich, Digga. Das ist eine stabile Aussage. Ist das wirklich ein Remake? Das klingt... Nee, es ist original. Er nennt es einfach Instrumental Remake. Ach doch, das ist wirklich ein Remake. Aber es wurde trotzdem geclaimed. Bruder, was? Alter, der Algorithmus ist ja mal einfach Fivehead. Okay, das aber nicht. 2B Beats macht das immer sehr gut. Der macht immer stabile Instrumental Remakes, die nicht geclaimed werden. So ein Ehrenmann, der Typ. Ich habe schon so viele Beats von dem Dude getaked. So, das eigentlich auch. New Order True Faith. Was ist das? Ich höre einfach mal rein. New Order True Faith. Was ist das? Das ist ein offizielles Musikvideo. Das wird doch safe geclaimed, Meister. Das sieht mir nach einem ganz offiziellen Track aus. Ich habe schon so viele Beats von dem Dude getaked. Habe ich wirklich Dude getaked gesagt? Oh mein Gott, Alter. Ich kenne das Lied gar nicht. Was ist denn das für ein Track? Warte mal, passt auf. Ich gebe jetzt genau das ein. Da hat jemand geschrieben, das ist das hier. Was ist das für ein Track? Aber es scheint nicht geclaimed zu werden, ja? Kennt man das? Ich kenne das, glaube ich, nicht, oder? Ich muss es mir mal kurz mit Gesang anhören. Instrumental alleine erkennen ist immer noch ein bisschen schwieriger. Exakt das gleiche wie das von The Riddle. The Riddle, gibt's davon einen geilen Lo-Fi-Mix? The Riddle, gibt's irgendwie einen Jazz-Remix oder so? Gibt's The Riddle Jazz-Version? Boah, das würde ich mal voll fühlen. Das klingt weird. Okay.
Orchestral Version. Nee, ich glaube, das ist halt auch ein Tick too much. Okay, da ist ein bisschen viel. Bruder, Alter, Eddie Mosingo, der Ehrenmann. Oh, Tupac, der Mama Instrumental, voll die gute Idee. Ja, Eddie, du machst das ganz großartig. Aber das ist das Offizielle. Wir brauchen davon ein Remake, Guys. Instrumental Remake, Freunde. Damit ist man immer auf der sicheren Seite. Da, das wurde nämlich nicht geclaimed. Here we go! Ich freue mich auf morgen auf den Ameisenbär. Er wird instant zur Playlist hinzugefügt. Ey, ich freue mich auch so sehr auf den Release, Mann. Ich freue mich so sehr auf den Release von dem Song. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber vielen Dank, Kuba, für den Euro. Oh mein Gott, das ist richtig chillig. Warte mal, wie heißt der andere? Wer ist dieser Tupac-Song, den jeder kennt? Changes, genau. Instrumental Remake, Freunde. Immer gucken, ob es geclaimed wird. Oh, geil! Jetzt war aber der Beat muss gut sein. Oh, geile Drums. Schön so im Hintergrund, fast so Lo-Fi-Style ein bisschen. Oh ja. Ey, die Mucke bei Minecraft spielen. Ich sehe uns jetzt schon. Oh, geil. Geil. Ja, Mann. So ein kranker Track, Mann. Oh mein Gott. Ey, unsere Playlist wird so baba. Wir müssen jetzt wirklich so ein paar alte Klassiker. Habt ihr Just-Chatting-taugliche Instrumentals von alten Klassikern? Weil ich glaube, das kann dann auch immer, wenn wir so Minecraft spielen, die Mucke hören wir auch, wenn wir Minecraft spielen oder sowas. Das kann man, glaube ich, so richtig fühlen noch. Okay, nehme ich auch mit. Veröffentlicht die Playlist irgendwann? Mal gucken. Dame Lowlife Instrumental, gibt's das? Das Problem ist, ich brauche halt immer Instrumental Remakes eher. Aber ja, Lowlife ist auch ein geiler Track. Obwohl, nee. Wird das geclaimed? Ja, leider. Ring of Fire. Oh, das mag ich leider nicht so. Das ist nicht so ganz mein Track. Afrika von Toto. Ja, safe. Eigentlich so von diesen ganzen alten Meme-Liedern, so Instrumental-Remakes, ich glaube, die wären richtig geil. Ja, Mann. Kommt Ameisen wieder auf dem Hauptkanal? Ja, klar. Natürlich. Ich werde die Premiere morgen Vormittag einstellen. Nein, das ist nicht. Afrika von Toto ist keine Meme-Mucke. Die ist sehr gut. Gibt's Never Gonna Give You Up Lo-Fi? Gibt's das? Ey, ich sehe uns bei. Ich stelle mir immer vor, wie wir jetzt Minecraft Savtech Age, Minecraft Evolution spielen. Und die Mucke dabei hören. Und uns freuen, dass wir einen Tipi gebaut haben. Boah, ich finde den Lo-Fi-Mix nicht gut. Freunde, danke, ich habe selber eine Uhr. Ich finde den Mix nicht schön, muss ich tatsächlich zugeben. Okay. Den finde ich schon besser. Wobei, der ist mir fast zu ruhig. Ich finde, Just Chatting Mucke muss so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen so gute Laune verbreitend sein. Das war mir zu Lo-Fi.
Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, Avatar. Avatar-Lofer. Ja, true. Oder allgemein Avatar. Gibt's da was Gutes? Haben wir da was Gutes? Oh, das geht einfach mal eine Stunde. Alles immer nur so Riesenmixes. Nee. Na dann, can you feel my heart? Gibt's einfach mal was Gutes? Aber wir auch noch. Gibt's davon ein gutes Instrumental Remake? Das wär schon Giga. Ah, nee, ist aber das Original. Gibt's davon keinen coolen Remix? Er wäre schon cool. Nee, das taugt. Ich glaube, da gibt's nicht so gute Dinge von. Okay, einen Track machen wir noch, dann rufen wir Ding an. Oh, Every Time We Touch! Gibt's davon was Gutes? Das ist ja aber voll geil. Da muss es doch safe was Gutes geben, oder? Wir müssen es gleich Vic anrufen. Der Dude wartet. Es passt zu viel, aber geil ist es schon. Es ist schon geil, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Tick too much ist. Oh, ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das finde ich gut. Den Remix finde ich gut. Der geht nicht zu sehr ab. Aber trotzdem kommt der Vibe gut rüber. Doch, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Okay. So. Dann düsen wir aber hier hin. Wir müssen den einzig wahren Vic anrufen, meine lieben Freunde. Der Kollege wartet. Der Kollege wartet. So, warte, dann schiebe ich noch kurz die ganzen Tracks wieder in unseren Ordner, damit wir hier wieder ein bisschen Zuwachs haben. Zack. Alles klar. Sehr schön. Wir machen schon mal Mucke an, dann brauche ich noch Kopfhörer. Okay. Danke, Coolboy! So. Wo ist er denn? Vic callt dich. Ja, ich bin ja schon dabei. Boah, Bruder, wie er immer alles verdreht ist, das ist einfach so belastend. Ich hasse ihn, ihr Kopfhörer, so sehr. Zack. Servus! Okay, ich höre dich nicht. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Einen wunderschönen guten Tag, Meister. Hello. Hast du Bock auf Mario Odyssey? Ich hab übertriebenst gar keinen Bock auf die ganze Scheiße. Ey, ich hab übertriebenst auch keinen Bock. Ich finde, wir sollten einfach Mario Kart spielen, weil das sind ja die DLCs. Ja, wir können auch GeoGuessr Multiplayer spielen. Ja, oder wir spielen einfach, keine Ahnung, GTA 5 online. Ey, wäre ich voll dabei, habe ich noch nie gemacht. Außer GTA RP, das habe ich gespielt, das war lustig. Wie, hä? Warte mal, du hast GTA RP gespielt, aber noch nie. Aber das ist doch Teil von GTA 5 Online. Oder? Ja, also ich habe halt noch nie GTA Singleplayer, noch nie den normalen Multiplayer gespielt. Ich hab nur RP mal für wie lange habe ich hier? Ich glaube 2 Monate oder so, einen Monat oder so. Okay, das ist wild. Wuffel hat geschrieben, wird das ein YouTube-Video? Nein, Wuffel, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, du bist ein Troller und ich merk schon. Nein, wär ich doch niemals. Oh, geil. Nee, ich glaube, der Server läuft schon. Also ich glaube, du kannst wahrscheinlich schon dich drauf connecten. Du bist sogar schon drauf connected, sehe ich gerade. Ja, also ich chill gerade im Polarland. Erst warst du im Sand Kingdom, dann warst du so ein bisschen im Polarland, da warst du auf dem Mond und jetzt bist du wieder im Polarland. Ja, weil ich habe überlegt, was für Challenges könnte man machen. Ich habe ein paar im Kopf. Ich glaube, eine auch ein paar im Kopf. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir dann gleich immer so abwechselnd eine raus. Okay, alles klar. Wollen wir mit deiner anfangen? Moment, ich muss erst meine Switch starten. So, aber nur noch mal ganz kurz hier auch meine Zuschauer mal jetzt fehlt mir das Wort dafür. Auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, da waren wir. Wir spielen jetzt zusammen Odyssey Multiplayer, das habt ihr den Titel hoffentlich entnommen.
Aber oh yes. Wir machen erstmal alte Challenges von früher. Und im Anschluss, wenn wir noch Zeit und Lust haben, vielleicht versuchen wir nochmal unseren Speedrun-Rekord von letztem Mal zu schlagen. Aber das machen wir dann davon abhängig, wie lange wir dann die Challenges schon gemacht haben. Ja, also wir haben schon mal so einen Speedrun, so einen Co-op-Speedrun gemacht. Und da, also das Ziel war, unter einer Stunde zu kommen. Das haben wir geschafft. Also wir haben irgendwas mit 58 Minuten. Ich glaube 58, 12 oder 15 oder irgendwie so. Irgendwie sowas. Eine niedrige, ja, genau. 58. Aber eine 57 ist definitiv drin. Also wir haben echt einige Problems gehabt. Ja, aber ja, kriegen wir hin. Vor allem, wir sind jetzt auch viel koordinierter und so. Ja, wobei ich echt nicht mehr viel weiß. Vic ist ein bisschen zu laut, Brudi. Ja, das ist kein Problem. Ich drehe einfach hier an meinem Discord-Regler. So. Ihr müsst mir einfach Feedback geben, aber ich höre nur auf die Mods. So. Das sollte ich mir auch aneignen. Okay, wollen wir mal mit ein bisschen was Trickigerem starten, ne? Ja, gerne. Okay. Wow, Bock. Ich muss nur überlegen, wo das war. Ich glaube, das ist im Cityland. Im Cityland, okay. Ich glaube, das ist im Cityland. Ja. Oder uns beide? Stimmt, warte, da mache ich es einfach so. Moment. Brauch kurz mein Serverfenster. Ja, ich hoffe, ich bin noch drin im Server. Ja, mit Sicherheit, Meister. Da. Send all Metro ist das, glaube ich. Braucht man Windows 11? Vic, jetzt benutzt Windows 11. Das ist, ey, ich habe mir das nicht ausgesucht, ne? Auf diesem neuen PC, den ich besitze, den ich von MSI gesponsert bekommen habe, war schon Windows 11 drauf. Echt? Ich wurde gezwungen. Okay. Ja, also theoretisch könnte ich downgraden, aber dafür bin ich zu faul. Was geht, Baby? Ja! Alter Bruder, Junge, ich dachte mir gerade, was ist jetzt los? Ich war noch in der Zwischensequenz. Also. Ich sehe keinen einzigen Vorteil in Windows 11, außer dass das Design halt ganz hübsch ist. Ja, ich mag die Taskleiste sieht schon ganz hübsch aus, aber der Rest ist halt ultra nervig. Ja, okay, komm mit, Meister. Ich weiß gar nicht, ob du den schon mal gemacht hast. Ich glaube, dass der hier war. Windows 11 ist voll stabil, aber was ist ein Vorteil gegenüber Windows 10? Warum sollte ich wechseln, außer sieht hübsch aus? Gar keinen. Eben, und das ist so, also... Gerade bei PC denke ich mir immer so, ach, Bruder. Ja, es gibt super viele Nachteile. Super viele Nachteile, so Kleinigkeiten, die ich bemerkt habe, wo ich mir denke, Bro, das ist hart, was du vorhast. Also, oh mein Gott. Um nochmal kurz alle auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Unser Ziel ist es, dort hoch auf diesen Turm zu kommen. Bro, wie ging das nochmal? Man muss, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, du musst hier hinten anfangen. Ja. Und dann quasi zack los und dann halt quasi einen Dreisprung sehr nah an der Kante setzen. Nicht so wie ich. Und dann Wandsprung und auf die Röhre hoch, ja. Oh shit, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, ne? Ich glaube, ich hatte es so in einer Stunde oder so, aber ich glaube, dass ich besser geworden bin. Okay, ich schau dir, ja, fang du am besten an. Oh, ich weiß, was das Problem ist? Oh, ich drehe die Kamera komplett falsch. Ich lande immer an der Wand. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ha? Ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ah doch, ich kann dir zugucken. Ja, mit First Person, ja. Ja, genau. Okay, warte, ich probiere nochmal. Aber ich drehe die Kamera, glaube ich, so. Okay, jetzt bin ich gespannt. 2, 3. So. Genau, dann gegen die Wand. Oho, der war gar nicht so schlecht. Der sah richtig gut aus. Was wichtig ist, also wie gesagt, wenn du Cappy wirfst und dann quasi, du drückst ja dann ZL, um dich zu drehen und dann den Hechtsprung zu machen, ne? Ja. Und das ZL verzögern. Also quasi dich drehen und dann erst verzögern und dann springen, weil dann ist Mario nämlich höher. Weil bei diesem Sprung, die Distanz ist gar kein Problem. Es geht ausschließlich darum, an maximaler Höhe zu gewinnen. Mhm. Und was auch wichtig ist, häufig scheitert man, weil man zu nahe an der Röhre dran ist. Also man muss bewusst seine Distanz reduzieren, dass man da wirklich an der Kante von dem Haus den Wandsprung macht, dass man quasi noch Zeit hat, bis zur Röhre Höhe aufzubauen. Du machst aber eine normale Rolle, oder? Ich mach eine normale Rolle. Ja, du einfach Vollspeed dann, brauchst du, genau. Okay, dann probier's jetzt. Okay. Okay, let's go. Ah, viel zu früh gesprungen. Ja, das muss erst ein bisschen timen. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, weil ich weiß noch, also wie viele Probleme ich hier hatte, als ich das erste Mal gemacht habe, ey. Ich glaube, das war auch einer der ersten. Ich glaube, DGR hat den zum ersten Mal gemacht. Ja, und bei ihm habe ich es auch gesehen. Oh nein, ich habe voll verkackt. Aber die sind gar nicht so schlecht. Es sah trotzdem not bad aus. Ja, also ich muss sagen, ich krieg mittlerweile den Dreisprung an der Kante ganz gut hin. Okay. My turn. Ah. Ja. Gut, strong. Aber es wird besser. Aber ich glaube, wir sind immer noch zu nah dran. Ich glaube, wir lassen uns nicht genug Zeit, um quasi zur Röhre noch genügend Höhe
Oh. Bruder. Ah, okay, schade. Da war ich irgendwie dran. Ich weiß noch nicht, wie ich die Kamera machen soll. Wenn ja, du diagonal springst, kommst du weiter. Guys, wir haben doch schon mal Trickjumps gemacht. Und bei dem Jumps geht's nicht um Distanz. Hier an? Ja, ich fang hier an, ja genau. Warte, pass auf, ich mach einfach nochmal. Oh, das war gar nichts. Oh, Bruder! Wir haben ja gesagt, wer es zuerst schafft, bekommt einen Punkt. Richtig. Okay, alles klar. Dann, let's go. Eins, zwei. Ja. Ah, okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug Höhe. Also ich versuche wirklich, diesen Walljump zu machen, soweit... Das war sehr strong. Ja, der war gut, ja. Müssen wir da anfangen, wo du anfängst, oder ist es okay, wenn ich theoretisch auch von hier hinten anfange? Es reicht, wenn du mit Fullspeed einen Dreisprung machst. Von wo du den Speed aufbaust, juckt nicht. Okay, dann probier's mal von hier, mal gucken. Ja. Oh, schon besser. Auf jeden Fall. Okay, also ich fühle mich da, wo ich angefangen habe. Danke dir beiden noch, Miss Felin, für die 8 Monate. Ich auch interessant, so. Jeder hat irgendwie seine eigene. Die auch einen schönen Monat. Einen schönen Abend. Ja. So, pass auf, jetzt mache ich's kurz, okay? Jetzt wird's. Jetzt mache ich kurz. Oh, shit. Oh. Ah, das meinst du mit Verzögerung? Ah, shit, ja. Okay, gut. Ja, hast recht. Das ist besser. Weil das siehst du, wenn du es mal machst, dann Mario kommt dann höher noch. Der macht dann einen höheren Hecht, warum auch immer. Ach, scheiße. Ich hab das mit dem Verzögern, bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Pommes Panzer, vielen, vielen Dank. Boah, dass du direkt damit anfängst. Ne? Ja, es war ein bisschen dumm, ne? Aber egal. Also ich hab trotzdem das Gefühl, du schaffst das. Ich hab das Gefühl, du bist derjenige, der das hier... Also ich hab das Gefühl, du bekommst es besser hin als ich. Ja, schauen wir mal. Mein Problem ist, ich hab das Gefühl, Cappy kommt nicht schnell genug zurück. Also ich verliere zu viel Höhe, bevor Cappy wieder da ist. Oh, der war strong, Gott, Bruder. Der war strong. Das war ultra knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich nur eine Stunde gebraucht habe. Ja, mein Problem ist immer, ich werf Cappy am Haus vorbei. Und das ist dumm. Ja. Weil dann kommt Cappy zu spät zurück. Oh, Alter, der war so stark. Oh mein Gott. Oh nee, der war nix. Da war ich nicht nah genug dran. Schade. Okay, my turn, ja! Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir zwei Personen sind, geht das auf jeden Fall schneller. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt nicht mal dem anderen zu, sondern ich glaube, wir hauen einfach Versuche raus. Echt? Ich würde ja schon. Oder sollen wir? Okay, ich guck zu. Oh, Bruder, boah, du machst es besser als ich. Knapper. Du machst es besser als ich. Blue Fox, Alter, danke für viel Gifted! Jetzt du. Okay, ich will nochmal. Nee, alles gut, mach du. Ich glaube, wir müssen einfach ein paar Versuche rausbekommen. Oh, ja. Um erstmal ein Gefühl zu kriegen. Ah. Du hast auch einen Abflug gemacht. Oh, damn. Okay, mach du jetzt. Oh, das macht schon Bock, irgendwie gegeneinander. Also, dass man auch so direkt das live machen kann, ist voll cool. Das war knapp. Ich find's auch nicht so schlimm, wenn man verkackt, weil das irgendwie so ein anderes Gefühl ist, als wenn man das alleine die ganze Zeit immer und immer wieder macht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so frustend irgendwie. Oh mein Gott, ich hab den Cap-Pro vergessen. Ich bin direkt zum Delay über. Kurz Brain-Lag gehabt. Oh. Ich hab das Gefühl, wir schaffen das gleich. Ich glaube auch, dass wir es schaffen. Ich hab immer das Gefühl, dass ich zu nah dran bin. Ja, ich bin zu nah dran. Fuck! Ja, man hat dann keine. Man lässt sich nicht mehr Zeit, da nochmal Höhe rauszuholen. Ja, also du musst direkt wirklich straight up nach rechts. Gegen die Wand. Ja. Oh. Jetzt direkt nach rechts, wirklich. Ja? Nein, ich hab. Oh! Ich bin nicht mal gebonkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin nicht mal gebonkt. Ich war, glaube ich, irgendwie so fast obendrauf. Oh! Ja, das sah für mich schon so aus, als wäre ich gleich oben. Ja, und vor allem das Frusten ist, manchmal schafft man es auch und hat man zu viel Speed und rollt drüber. Das ist auch mal ultra frustend. Oh mein Gott, davor habe ich Angst. Das ist mir sogar mal passiert. Ich glaube, mir auch. Scheiße, jetzt habe ich Cappy wieder am Haus vorbeigeworfen. Ich will Cappy immer so ganz nah an die Wand werfen und dann zischt sie mal an der Seite vorbei. Bruder,
das sah ultra knapp aus. Ich glaube, das wird noch tausendmal. Das sah knapp aus. Das wird auch immer knapper, habe ich das Gefühl. Und trotzdem kommt man da nicht hoch. Oh. Na! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird immer schlimmer. Sophie, danke für 9. Einigen wir uns einfach drauf, dass wir eigentlich Subs vorlesen, ja, oder? Weil ja, ich bin immer so, wann soll ich und passt jetzt rein ins Gespräch ja, ich und... Weiß, aber ich finde, ich meine, wir machen jetzt die ganze Zeit dasselbe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Subs können wir einfach vorlesen, ohne uns zu muten. Oh. Nein, der war nix, da war ich zu weit weg. Ich glaube, meine Kameraperspektive passt noch nicht. Du wirfst Cappy ein bisschen zu früh. Du meinst nach dem Dreisprung oder dann später? Oh, mein Gott, du bist nicht mal gebonkt, ne? Ja. Puh, also das ist wirklich Millimeterarbeit. Okay, jetzt du. Oh nein! Oh, das war aber so hoch. Ja, das war richtig hoch, aber die Cappy ist wieder am Haus vorbeigezischt. Ja. Shit. Oh, Alter. Weird. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht höher als das. Ich überlege gerade, was man noch verbessern kann, theoretisch. Ja. Aber I don't know, vielleicht einfach noch irgendwie... Also wie man noch mehr... Oh, das sieht krass aus. Alter, die Challenge im Hochzeitssaal versuchen wir auf gar keinen Fall. Hä? Doch? Warte mal, welche ist das? Du meinst es aber nicht die Wandsprünge, oder? Oh. Nein, die kann ich nicht. Die kann ich nicht. Die ist mega cool. Ich hab die noch. Also, ich kann diese Wandsprünge nicht. Ich hab die noch nie gemacht. Ich hatte da gar keinen Bock drauf, die zu üben. Ach, schade. Ich liebe die. Du liebst die? Du hast es 8 Jahre lang gemacht. Hast es geschafft? Ich hab's geschafft, ja. Richtig! Das ist auch gar nicht so schwer. Du musst halt nur dazwischen immer den Spin machen. Ja. Ey, aber Scarlett, danke auch für den Monat und Chance auch noch mit 9. Oh, nee, damn. Alter. Der Versuch muss halt perfekt sein. Ja, das ist wahr, Pizarro. Das muss frame perfect sein. Warum zischt Cappy immer am Haus vorbei? Alter, ich hätte das richtig so Brunftschreie lasse ich da raus. Ist das nicht mega anti-Stonks, dass ihr beide streamt? Warum? Anti-Stonks? Ja, warum ist das Anti-Stonks, wenn wir zusammen streamen? Also, erstens, warum mattert das? Und zweitens, warum? Also, weil wir uns Viewer klauen oder was? Oh mein Gott, ich bin so... Oh, ich war so weit oben! Was ist passiert? Oh mein Gott, ja, ich hab das gesehen. Hä? Ich glaube, aber ich hab den zweiten Hechtsprung nicht verzögert. Ich glaube, da kann ich dann auch noch mal ein bisschen Höhe rausholen. Okay, ja. Ah, fuck. Da hast du irgendwo Höhe verloren, ne? Ja, aber irgendwie bei dem Wandsprung habe ich das Gefühl. Oh. Ah, shit. Man hat so das Gefühl, man kommt dem immer näher. Ja. Mann, wieso verliere ich denn bei der Drehung vor der Wand? Oder soll man sich bei der Wand nicht drehen? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege jetzt auch gerade. Warte mal. Weil dadurch verliere ich halt die ganze Zeit Höhe. Aber theoretisch, wenn du da so springst, dass du eh schon an der Wand bist und dann direkt den Walljump machen kannst. Ja, Mann, ich bin voll laut. Meine Nachbarn werden mich hassen. Also, ich werf dann nach meinem ersten Capjump werf ich? Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen die Wand werfe. Ich weiß es gar nicht. Ist ein Prime-Sub nur einen Monat lang gratis, ohne zu kündigen oder unendlich? Es ist jeden Monat gratis, aber du musst es jeden Monat quasi neu aktivieren. Also es aktiviert sich nicht von alleine. So, ich habe den Chat mal eingeblendet. Oh. Boah, ist krass, wie hoch du kommst. Also bei mir sieht das gar nicht so aus. Ich glaube aber, das sieht auch durch den Ding. Ich glaube, es sieht durch den Online-Multiplayer ein bisschen verfälscht aus. Ich weiß nicht, ob wir... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist dran vorbeigeslidet, ne? Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, ist es nicht, also ist das so, dass man bei der Röhre eher links landen muss? Ja. Ja, ne? Zumindest habe ich. Oh, jetzt habe ich Höhe verloren, scheiße. Okay. Vic, ich dachte, ihr mögt euch nicht. Nee, wir hassen uns auch. Also, ja, wir hassen uns. Das ist so eine Hassliebe. So, ich stream mit ihm, damit ich ihn beleidigen kann. Genau, und damit wir auch was promemäßig voneinander haben, so quasi. Ja. Oh, das war nix, der war nix. Boah. Ich glaube, ich nehme das vielleicht nochmal zurück mit dem, ja, wir schaffen das eh gleich. Ich glaube auch. Wir können das ja noch so 10, 15 Minuten probieren. Und wenn wir es dann immer noch nicht geschafft haben, können wir ja sagen, ja, hey, lass das mal irgendwie später nochmal. Oh mein Gott. Lass das später nochmal probieren, aber dafür machen wir irgendwie erstmal eine andere Challenge. Ja, oder so. Also wir können dann im Cityland bleiben und dieses ohne Boden berühren ins Rathaus machen. Das kriegen wir schneller hin.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich, also klar, man kannte sich so über YouTube und so, gerade über Odyssey. Mhm. Aber in Frankfurt auf dem Switch-Event hast du mich nach einem Foto gefragt. Ja, genau. Das war sweet. Aber du musstest dann gleich los, ne? Ich glaube, du warst dann direkt auf der Abreise, als ich gekommen bin. Irgendwie so war da was. Irgendwie so, ja. Mann, das war zu weit rechts. Boah. Die Frustration. Was? War dir jetzt schon Frust ein? Nein. Mann, ich werf immer Cappy am Haus vorbei. Wieso? Okay. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mal so dumm, wie ich das mache. Wie gewinnt man denn nochmal an Höhe? Ahnung? Weil ich habe das Gefühl, wir haben so eine gewisse Höhe erreicht, aber kommen nicht höher als das. Okay, warte mal, ich habe noch eine Idee. Oh, die Mucke ist jetzt gerade bei mir ein bisschen laut. Oh, okay, nee, das war ein bisschen. Ups. Auf dem Event ist Hübi etwas runtergefallen und die Hände der beiden haben sich berührt. Ab da wussten sie, ja, sie können gegenseitig von den Klicks profitieren, wenn sie sich beleidigen. Das war so ein Anime-Moment. Ja, wir haben uns dann so angeschaut, dann kam erstmal 20 Minuten Rückblende auf unsere Vergangenheit. Ja. Oh, scheiße. Ah, ich bin zu weit vorne. Übrigens, ich habe diese... Du hast es ja mitbekommen mit den neuen Custom Maps, ne? Ja. Und es gibt nur schon die zweite Wave, also 6 neue Stages. Und... Ja. Oh. Und das sind so Stages, da kann man Ultra-Krankheiten-Sieg spielen, ist mir aufgefallen. Echt? Ja, ja. Also wir müssen echt mal, wenn wir, keine Ahnung, das nächste Mal oder so, vielleicht nochmal den einen oder anderen Nintendo-YouTuber, der auch Bock hatte, irgendwie einladen und dann mit denen halt ein Sieg spielen bei diesen neuen Maps. Ich schwöre, das ist, diese neuen Maps sind wirklich perfekt. Also wirklich perfekt für halt ein Sieg. Geil. Kann man auf gemoddeten Maps Multiplayer spielen? Ja, ich hab, Ja klar, wenn beide dieselbe Custom-Ding haben, ne? Ja, ich hab online gespielt. Also es war für mich immer noch Mario Odyssey Online. Ah, geil. Das habe ich nicht geändert. Oh, Mann, das war, glaube ich, mein bester Versuch. Oh mein Gott, war das strong. Okay. Ah, ich bin wieder zwei vorne. Hier schreibt gerade jemand, geht so nah wie möglich an die Wand, damit ihr, wenn ihr Cappy gegen die Wand werft, beim Wandsprung keine Höhe verliert. Ja, genau. Genau. Oh, das war gar nichts. Okay. Wird Domi dann endlich einen Auftritt haben? Leider nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat auf Multiplayer, aber er hat mir geschrieben, dass er Odyssey nicht mehr fühlt. Oben. Als ob! Ich bin oben! Oh mein Gott! Ja, LOL! Ich bin fast runtergefallen. Ach du Scheiße, let's go! ja, das, was der Bruder gesagt hat, ne? Also wirklich den Wandsprung an der äußersten Ecke machen am besten. Ja. Also hier, siehst du, wo ich bin? Am besten hier schon machen, wirklich. Warte. Oh, jetzt hab ich's nicht gesehen. Ja, aber halt da an diesem Backstein quasi. Ja, genau. Ah, scheiße. Ja, okay. 1-0 für dich, Meister. Man. Let's fucking go. Fuck it. Okay, dann machen wir jetzt von der Startplattform ins Rathaus, ohne den Boden zu berühren. Okay. Wir haben jetzt zwar nicht diesen Indikator mit der Musik, aber wir haben ja den Chat, der uns überwacht. Das stimmt. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Na, wir haben ja gestern den Sprung runter gemacht. Mhm. Und du hast halt entweder quasi die Möglichkeit, dann direkt an so einen Laternenmast hinzudüsen. Oder wie du meintest, quasi Ledge grabben. Und dann, glaube ich, direkt in den, in diesen grünen, diese Aussichtsplattform. Wollen wir kurz den Weg dahin abchecken so? Ja, also eigentlich ist nur der Weg runter, warte. Also von hier quasi machst du einen Wirbelsprung runter. Ja. So, möglichst diagonal. Mhm. Zack, genau. Da musst du nämlich scheiße, jetzt habe ich den Hechtsprung zurück. Da machst du einen Wandsprung und dann per Hechtsprung direkt an die Laterne ran. Oh, ich hab ein bisschen verkackt. Ja, ich auch. Oh, doch. Genau. Ich bin da. Quasi, und dann, also, wenn du an der Laterne hängst, dann musst du einfach von Laterne zu Laterne hüpfen. Dann kommen vorne noch irgendwelche Ampeln, an die kannst du dich ranhängen. Du darfst halt einfach nicht mit den Füßen auf Teer kommen. Okay. Kann man immer so einen Cap-Jump machen? Ja, kann man tatsächlich, ja. Lol. Also quasi dich dranhängen, sozusagen resettet deine Jumps. Okay. Hä, das ist ja eigentlich dann relativ easy, oder? Ja, und am Ende musst du noch einen relativ präzisen Sprung
ins Rathaus dann direkt selber machen. Also du musst dann quasi per Hechtsprung direkt in die Tür rein. Warte mal, komm mal kurz auf den Boden und zeig mir mal den Weg dahin. Okay. Also von welcher Seite? Quasi also dahin, hier genau, dann hier. Dann hier, ja. Richtig, dann quasi immer geradeaus weiter. Das ist dann relativ simpel. So hier kann man dann noch auf jeden Fall noch hier dahin oder hierhin. Ja. Da muss man aber die Straßenseite wechseln, hier rüber. Auf die Laterne, ne? Genau. Dann kann man geradeaus weiter düsen. So, dann hier einmal über die Straße. Mhm. Genau, und dann hier lang. Und dann kann man sich aussuchen, ob man jetzt von dieser Laterne oder von dieser Laterne oder vielleicht von der geht man dann davor, genau. Und von hier musst du halt quasi dann einen präzisen Sprung da reinsetzen, ohne den Boden zu berühren. Achso, okay. That's the Ray. Okay, verstehe. Ja gut, das ist ja relativ easy im Gegensatz zu dem, was wir das ist definitiv eine der einfacheren. Okay, dann let's go. Willst du dann anfangen? Ich würde dir dann zugucken einfach. Nee, ich würde sagen, wir machen parallel, weil ich glaube, das ist eine Sache, die können wir beide schaffen. Ja, das kann nämlich sein, dass es bei uns beiden der First Try ist, wer schneller ist. Okay, aber wenn man zu schnell ist, dann ist man fehleranfällig. Ja, okay, also willst du daraus so ein Rennen machen oder einfach nur nicht runterfallen? Nee, ein Rennen. Oh, okay, boah. Aber wenn man halt runterfällt, muss man von vorne anfangen, der andere kann weitermachen, ne? Okay, alles klar. Okay, ready? Ja, warte, also... Ja, du riechst... Genau, nein, so, dass Cappy quasi da über der Kante ist. Okay, überm Eck. Okay, alles klar. Okay, dann 3, 2, 1, go. Bruder. Okay. Okay, aber du bist auch dran, okay. Okay. Oh mein Gott. Puh. Nein! Ich bin runtergefallen. Okay, nein! Nicht schon wieder! Oh. Jetzt kann ich ein bisschen chillen. Okay, ich bin noch drauf. So, zu welcher Laterne gehe ich denn? Ich glaube, sicher ist da, Freunde. Ah, ich bin so ein Trottel, ne? Sicherer. Okay, jetzt zum dem. Okay, dann kann ich ja theoretisch zu dem. Oh, das hat funktioniert. War aber ein bisschen risky. Dann zu dem. Okay, Freunde, ich gehe nicht volles Risiko. Dann zu dem. Du kannst jetzt ein richtiges Rennen draus machen. Ja. Okay, er ist noch dran. Okay, jetzt wird's risky. Ich würde sagen, zu dem. Oh, es hat funktioniert. Oh, ich bin noch dran. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Aber warte mal, wo jetzt hin? Wo jetzt hin, Freunde? Oh nein, oh nein! Oh, Bruder, ich sitz dir im Nacken, Digga. Fuck, okay. Ja, mach dein Ding. Oh mein Gott, ich war fast am Ziel. Scheiße. Ich wusste aber auch nicht, wo ich da am besten hinjumpe. Das Ziel ist auch echt schwer, Mann. Kann ich an das Straßenschild, Guys? Oh, kacke, ich glaube schon. Safe kann ich da doch ran, oder? Achso, ob er sich da festhält? Ja, macht er. Okay. Okay, nice. Nein! Ich bin auch runtergefallen. Alles gut. Er hat das nicht als Sprung gezählt bei mir. Oh, scheiße. Ah, oh, nee. Alter, Kami deckt die Auto für 9. Eigentlich ist es ja easy. Ja. Kami, danke dir für 9 und Kashi, wer danke dir auch für ein frisches Prime. Mega lieb, Mann. Nein! Bruder, jetzt läuft. Was ist mit dir? Okay, du bist vor mir. Ja, aber sehr weit vor dir. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe den Sprung verkackt, oder? Nee, okay, ich bin drin. Okay. Okay, ja, Freunde, sollen wir voll Risiko gehen? Komm, Freunde. Oha, was hast du versucht? Let's go. Nein, jetzt bin ich daneben! Ich habe auch Risiko gemacht. Was passiert? Oh, das ist so witzig, Mann. Oh, Mann, ich bin bei sowas mal viel zu ehrgeizig, obwohl es eigentlich so um gar nichts geht, ne? Das ist ganz schlimm. Um Respekt plus, wie heißt das an Andreas? Mich stoppt kein Risiko. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt dich fest. Oh mein Gott. Oh, ich hab so Angst. Theoretisch kann ich das schaffen dahin. Aber nee, passt schon. Ah, doch, das kann man easy schaffen. Beim nächsten Mal, wenn ich verkacke.
Oh mein Gott. Wohin, Leute? Ich weiß es nicht. Hier habe ich verkackt das letzte Mal. Ich gehe jetzt einfach zu der Laterne. Scheiß drauf. Okay, das hat funktioniert. Als nächstes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann, wer kommt der Sache näher? Oh, du bist schon da? Oh mein Gott, wie schnell bist du? So, jetzt schnell, schnell, schnell. Bruder, jetzt. Alter, jetzt geht's ab, Mann, jetzt geht's ab. Ich bin drin. Nein, ich wollte dich unter Druck setzen. Ich war gar nicht so weit. Oh mein Gott. Auf einmal hast du hinter mir. Ich bin nochmal runtergefallen. Ich wollte dich unter Druck setzen. Ey, das hast du auch geschafft. Aber die Sache ist, zum Glück hast du das gemacht, weil ich hatte eigentlich vor, da weiter zu springen, aber stattdessen bin ich direkt zu der Laterne da hinten. Du hast mich motiviert mit deinem Oh, scheiße, ich wollte dich verwirren. Oh mein Gott. Oh, ja, läuft noch nicht so, Freunde, aber wir haben Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja, wir machen das hier für den Spaß. Ja. Aber gewinnen macht Spaß. Ja, okay. Was gibt's noch? Einen. Ja. Was ist mit dem, also im Polarland, hast du den schon mal gemacht? Dass man sich aus der Scheibe glitscht und dann aufs Dach rauf? Nee, aber den kannst du mir zeigen. Den wollte ich schon immer mal üben. Ich kann ihn dir zeigen, okay. Send all, ja, gut, Gott, wie heißt denn der? Eis? Nee. Send all Lake Wooded Cloud. Oh, ich bin jetzt dahin geflogen. Also und ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Doch, der ist Snow. Ja, Send also Snow all Kingdom, Snow. Keine Ahnung. Also echt, du hast den noch nie gemacht? Nee. Weil dann könnten wir vielleicht nochmal den Sprung am Anfang machen. Bei der Odyssey. Nee, den kannst du jetzt. Kein Bock? Den hast du mehr Intus als ich. Ja, okay. Ich hab prinzipiell mehr Intus als du, aber das nicht. Also, ja gut, aber wenn du den zum ersten Mal machst, dann ist das halt irgendwie... Ja, ist halt kein Wettkampf, aber du kannst mir beibringen, so. Ja, gut, ich zeig ihn dir. Alright, dann müssen wir zu der Piste. Ja. Let's go. Wir können, by the way, da noch ein Wettrennen machen, ne? True. Das könnte man auch noch machen. Ja. Ich geier auf die Teilnehmerurkunde. Ich habe damals ein Video zu diesem Glitch gemacht. Und das Video hieß der härteste Glitch in Mario Odyssey. Du warst so naiv. Das ist halt in Retro-Perspektive eines der einfachsten von allen. Ja, aber ich muss jetzt bei mir erst das Polarland aufmachen. Ich habe nämlich keinen 100% Spielstand gerade, wo ich drin bin. Oh, okay. Oder warte mal, aber ich kann den Spielstand kurz wechseln. Dann kommst du noch gar nicht zu mir, oder? Ja, warte mal, ich wechsle den Spielstand kurz. Okay, ja. Scheiße, ich habe keinen 100% Spielstand auf dem Account. Ja, ich muss kurz den Hasen besiegen. Ich muss das kurz aufmachen. Okay, ja. Ja, aber das, ja gut, da muss theoretisch Polarland auch kurz so durchspielen. Ja. Und ich glaube, nur dann kommt das. Ja, warte. Wie gesagt, nee, ich glaube, darunter komme ich ja schon. Ich muss ja nur kurz die Tür am Anfang quasi aufmachen, ja. Aber die geht doch erst auf, wenn du diese Subräume gemacht hast. Ja, genau, aber zwei habe ich ja schon quasi gemacht, überhaupt für den Speedrun. Und ich muss nur noch zwei weitere machen, die sind schnell gemacht. Okay, nice. Nachdem ich beim Hasen dann gestorben bin. Aber weil gerade noch einige Fragen, mach doch halt den Sieg. Das würde ich eher für eine größere Gruppe mir aufheben und nicht zu zweit machen. Dankeschön. Ich glaube, zu zweit ist... Also ich meine, man könnte so irgendwie in kleineren Bereichen das so machen. Aber ich glaube, dann dieses richtige Grinden und so mit wer hat sich wie lange versteckt und so. Ich glaube, das ist dann besser in Ding. Mhm. In einer größeren Gruppe, also von mindestens 4 Leuten. Gibt es in Kaskadeland irgendeine Challenge? Ich überlege gerade. Es gibt nur den Dino-Skip am Anfang, aber den kann ich nicht. Echt? Nein, nicht den zu Madame Brudel hoch, sondern halt so, okay. Der Dino-Skip. So heißt der, oder? Heißt der so? Ja, true. Ja, der ist hard. Bruder, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Odyssey verlernt. Das ist der Druck. Ich hab gestern Minecraft gespielt und ich hab's so enjoyed. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht... also mein allererstes Video auf Iblali ist über Minecraft und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht so ein 2022 Remake von dem Video mache. Ja. Also ja. Einfach so, keine Ahnung, wie würde so ein Video heute aussehen? Ja. Und damals habe ich ja auch gesagt, so Minecraft fürs Handy, das wäre krass, weil bei dem Zeitpunkt gab es halt Minecraft. Wir waren so unwissend. Nipro, danke so dir für die 19. Unwissend. Hä? Irgendwie bekomme ich das selber gerade nicht hin. Aber wir sind in der 1.0, also rausgepatcht wurde auf jeden Fall nichts. Es sind alle Glitches, ja. Sind noch da. Aber lass bitte nicht den
No-Nut-Glitch macht. Ah, gar keine Chance. Aber warte, du warst doch vorhin im Mushroom Kingdom. Was ist denn passiert? Wie meinst du, was ist passiert? Also du hast doch gesagt, du hast keinen Spielstand, wo du das Spiel durchgespielt hast. Ja doch, durchgespielt schon, aber das ist der Speedrun-Spielstand vom letzten Mal. So, und das Polarland macht mir ja nur 2 von 4 dieser Challenges. Okay, alles klar, weil ich dachte gerade irgendwie, du bist nur, also du kommst nur zum Polarland oder so. Nee. Das wäre halt wack. Alter, ich bin so hohl. Muss ja die Medaillen einsammeln. Boah, Junge, ich schaff das nicht mehr. Ich würde dir den Trick gerne zeigen, aber... Du weißt selber nicht, wie er geht. Also, der Anfang. Also, normalerweise würde... Oh, warte mal, ich guck mal kurz nochmal in dein Video rein. Weil am Anfang, also... Ich glaube, meine Position ist falsch oder so. So, jetzt... Getting outside the Snow Kingdom window. So, DJR. Zeig mir, wie du das gemacht hast, Bre. DJR, der Ehrenmann. Der steht da... Okay, also es ist gar nicht so krass wichtig, wo man steht. Aber ohne Scheiß, so Minecraft-Server mit allen Nintendo-YouTubern wäre schon geil. So Varo-mäßig. Mhm. Hä, what the fuck? Warte mal, alle Fackeln brennen? Aber es sind nicht alle Türen offen. Liegt das am Multiplayer? Nee, hä? Noch ein Hindernis. Hä, Bruder, was? Ah, okay, es ist doch einfach. Vielleicht musst du diesen Vogel besiegen oder so? Das habe ich schon. What? Nee, warte mal, da drüben, der ist gecatcht, der Mond. Okay, also von hier ist es definitiv einfacher, Leute. Oder auch nicht. Ja, genau, also ich kann von hier auf die Piste, Leute, aber ich will ja oben rauf. Na, also entweder so Varo-mäßig oder halt wirklich irgendwie, dass wir alle auf so einem Server spielen und dann richtig, dass sich so Gruppierungen bilden und Clans und man grieft sich und trollt sich, das wäre schon funny. Mhm. Ah, die ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht. Ey Leute, ich weiß nicht, was das ist, also ich krieg das irgendwie nicht hin, obwohl das eigentlich nicht schwer ist. Bro, jetzt lass mich den Shit hier nicht umsonst machen. Ja, mal gucken, vielleicht bekommst du es besser hin als ich. Ja, ich muss mir erstmal angucken, wie es geht. Ein SMP halt. Was meinst du mit SMP? Was ist die Abkürzung SMP im Minecraft-Universum? Weißt du das? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Klär mich auf. Ich bin gar nicht so into Minecraft, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe Minecraft das letzte Mal vor 10 Jahren oder so gespielt. Ah, Survival Multiplayer heißt es. Okay. Ja, wow, ich komme nicht zu dir, weil da ist noch so eine Metalltür, aber mir wird angezeigt, dass ich alle Challenges geschafft habe. Vielleicht, wenn du dich nochmal teleportierst. Also das kann ich nochmal probieren, ja. Irgendwo hinfliegst. Ja, okay, wir springen da jetzt zusammen rein. Okay, Bro. Dann ist es auf. Ist es, oder dann? Das ist dann so. Ich hoffe es einfach. Kurien schreibt Simp. Ja, dafür steht das. Minecraft Simp. Also bei dir ist hier so eine Metallplatte. Ja. Okay, weird. Physics. Aber kannst du dich theoretisch zu mir porten? Nee, ich glaube nicht. Mit irgendeinem Befehl, weil dann wärst du ja in meinem Raum. Nee, ich glaube, man kann sich ja nur zu Checkpoints supporten. Also ich glaube, der Multiplayer kann nicht zu einer ganz speziellen Position auf der Map. Schade. Ich probiere jetzt noch eine Sache. Ich wechsle jetzt mal den Switch-Account, mit dem ich spiele. Oh, wild. Weil irgendwo muss ich ja... Ja, irgendwo habe ich einen mit 880 Monden. Da ist bloß die IP wahrscheinlich falsch. Da muss ich nur die IP raussuchen. Aber ist ja dein eigener einfach, ne? Ja. Gibt es noch andere Challenges, die wir beide kennen und können? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier, damit die nicht alle meine IP geiern. Mit Sicherheit. Ich muss nur mal in meine Playlist gucken. Da finden wir noch ganz viel. Ich kann mich auch noch mal erinnern. Ich weiß noch, es gab in Luncheon Kingdom gab es irgend so einen krassen Jump. Ah ja, der von der Insel runter in die Lava. Aber ich glaube, der ging glaube ich nur mit Vectoring. Boah, wir könnten. Genau. Wir könnten aber auf der Sand Kingdom, oben von der Pyramide auf die Säule. Obwohl, der jetzt vielleicht ist der auch zu einfach. Aber ich meine so, wenn wir First Try machen, dann machen wir halt First Try. Vom Sand Kingdom auf die Pyramide? Was genau meinst du? Nee, von der Pyramide auf die Säule in der Säure.
Oh, der ist schon ziemlich easy. Ja, der ist relativ easy. Ich überlege gerade. Boah, wie ging Vectoring nochmal? Ja, du musst rollen und dann werfen und zur Seite irgendwie so. Ich weiß es auch nicht mehr. Mondland könnte man theoretisch den Moonskip machen. Der ist aber auch relativ schnell geschafft, ne? Moonskip? Oder, oh, weißt du, was wir theoretisch machen könnten? Aber fuck, du hast die stockfinstere Seite nicht. Doch, wenn ich jetzt gleich den fetten Spielstand hab, schon. Weil bei der finsteren Seite könnte man theoretisch so eine Boden des Lava-Challenge machen. Also, dass wir nur auf die Hasen hüpfen dürfen. Boah, das ist so schwer, aber ja, das könnten wir theoretisch machen. Weil das macht auch Bock. Und Das ist actually meine allererste Challenge, die ich je gemacht habe bei Mario Odyssey. Das war wirklich 2017. Ja. Super Mario! Dass man so von oben runterspringt und versucht, nur auf den Hasen zu landen. Ja, ja. So, okay, hier. 999 Monde. Das sieht doch gut aus. Da habe ich sogar einen im Polarland. Ja, dann nehmen wir gleich den. Boah, wie geht denn das nochmal? So, ich bin back in business. Du bist unten nice. bei der Ding? Ich bin bei finstere Seite. Ey, BK, danke für 10. Stimmt, dann fällt okay. Man so diagonal runter. Und versucht schon von hier auf so einen Hasen zu springen. Geil, ich hab die Szene schon im Kopf. Ich muss nur die LP eingeben. Oh mein Gott, okay, das ist schwer. Das ist schwer. Was, das Boden ist Lava-Ding? Ja. Ja. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Dadurch, dass du hier Mondgravity hast, kannst du dich viel besser retten, als wenn du Mondgravity hast. Ja, das stimmt. Also es geht schon, so schwer ist das wirklich nicht. Könnt ihr mal andere Outfits anziehen, damit man euch besser auseinanderhalten kann? Bro, hier hüpfen zwei Marios rum und einer hat eine fette Sprechblase über sich, wo Vic steht. Also, ich glaube, du schaffst das. I believe in you. Hier, schau mal. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie es geht. Bloß, wo ist das Ziel? Der Strommast. Der Strommast, genau. Okay, alles klar. Mach den Bums jetzt. Oh, shit. Warte mal, siehst du mich? Ich hab dich gesehen, ja. Okay. Hast du mich gesehen? Wo bist du? Unten. Okay. Ich habe gerade versucht, auf den Hasen zu springen. Hat nicht funktioniert. Ich sehe, wie du runterkommst. Siehst so dumm aus. Ich sehe dich nicht. Egal, da musst du wahrscheinlich nochmal kurz in die Odyssey reinhüpfen, ne? Ich gehe kurz in die Odyssey rein. So, warte. So, mal gucken, wie weit du schaffst. Genau. Oh, wie weit du gekommen bist. Der Hase bewegt sich! Du Hund! Ja, die bewegen sich. Da musst du aufpassen. Okay, und dann muss ich... Und du weißt ja, wenn du A gedrückt hältst, ja, auf den Hasen, machst du einen höheren Sprung und so. Okay, ich gehe mal kurz in die Odyssey rein. Resettet das auf den Hasen hüpfen den Capsprung? Nein, schade. Leider nicht. Das heißt, man einen hat man. Genau. Wir belieben in dich. Ja, ich gebe mein Bestes. Siehst du mich wieder? Ich sehe dich. Okay, nice. Du kannst von hier unten schon springen, Meister. Ach so, aber die Challenge ist... Ach so, ja, stimmt. Man darf gar kein Ding berühren, true. Das ist ja auch Boden, genau. Ja. Okay. Ja, dann guten Flug, ne? Ja, dir auch. Let's go. Oh, ups. Ich habe auch verkackt. Ich hab wieder verkackt, weil ich dachte, deine Mütze ist meine. Ich hab wieder verkackt. Oh, scheiße, okay. Ich glaube, ich hab einen falschen Vektor, oder? Nee. Aber da kommt irgendwann noch so eine Todeszone. Die so kacke ist. Aber, nee, okay, ich bin unterwegs. Ja, es kann passieren, dass man diese Todeszone berührt. Oh, das sieht gut aus bei dir. Okay, ich bin im Modus. Okay. Oh, ich bin relativ nah am Rabbit. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Boah, ich bin... Bist du runtergefallen? Ich bin beim vorletzten Hasen gescheitert. Oh, scheiße. Oh, das wäre so geil gewesen. Eine Frage, hier darf man auch draufstehen, oder? Du darfst auf gar nichts stehen. Nee, komm mal kurz her. Zählt das hier auch als Boden? Ja. Ich würde sagen, Hase und dann Strommast. Also, bist du von dem Hasen... Oh, scheiße, ich port mich gerade. Tut mir leid. Alles gut. Also nur von Hase zu Hase, ne? Ja, nur von Hase zu Hase. Ich habe nur Hasen berührt. Aber theoretisch zählt ja auch dieses Ding, in das man sich verwandeln kann, dieses Grüne, oder? Ja, da berührt man keinen Boden. Okay, alles klar. Dann komme ich nochmal zurück. Krass, Abflug. Ey. Boah, ey, das wäre so krass, wenn ich das gefirst-tried hätte. Weißt du, das erste Mal, dass ich die Challenge überhaupt mache. Oh, ich glaube, jetzt komme ich in die Todeszone, oder? Nee, okay. Okay, ich bin wieder im Modus. Nice. Ich jumpe wieder.
Oh, aber du bist viel weiter vorne. Nein! Ah, dummes Stück. Oh, oh, komm schon. Nein. Ach, fuck, ich habe auch verkackt. Und hier schreibt gedient, am Ende steht auch noch ein Toad, auf den man wohl auch drauf kann. Genau, also Hauptsache nicht den Boden berühren. Ja. Aber irgendwie tue ich mir manchmal schwer zu erkennen, welcher Mario ich bin, weil wir beide das gleiche Outfit anhaben. wer bin ich nochmal? Ich hab einen besseren Winkel. Oh, du, Alter, Bruder, du zischst ja komplett ab. Ja, ich hab einen richtigen Scheißwinkel. Oh boy. Oha, aber man kann. Ich schaff's trotzdem. Glaube ich. Nein, ich schaff's nicht. Nein! Bin wieder unterwegs! Oh, was war das für ein Scheißwinkel, Alter? Outfit-Texten, aber wozu, Leute? Wozu? Ich fix ja auch. Das ist genauso wie, ich hab gestern Minecraft gestreamt. Und ich habe halt nichts eingestellt, ne? Ich hatte den Standard-Skin. Gefühlt jede fünfte Nachricht, Bruder, du hast ja Standard-Skin. Ja, nee, echt! Na, du bist Standard-Skin. Ja, ist auch in der Singleplayer-Welt, wo du dich selber nicht mal siehst, weil du in Ego-Perspektive spielst, voll wichtig. Ja, ja, natürlich, für die Leute schon. Oh? Wir haben gleichen Winkel, oder? Ähnlich, ja, wir haben... Ja. Auf jeden Fall. Bitte keine Todeszone. Oh, ich lieg schon ein bisschen komisch, Alter. So, ich oh mein Gott, das bin, war knapp. Bin wieder unterwegs. Warum tust du dir das an? Komm schon. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Nein, ich hätte einfach Cappy werfen müssen. Nein. Nein, ich bin auch runter. Guck mal, wo ich gelandet bin. Ich hab gedacht, es gibt nur den Strommast da oben. Ich wusste nicht, dass hier unten auch noch einer ist. Oh nein. Ich hätte es einfach gehabt, wenn ich nicht einfach so ein Three-Head wäre. Als ob du deswegen verkackt hast. Ich hab nur den Strommast gesehen. Oh nein, das ist kein guter Winkel. Oh, scheiße. Okay. Das ist gar kein guter Winkel, Digi. Ja, Bruder, das sieht echt übel aus. Oh, nee. Oh, mich zieht's fast genau dahin, wo du auch bist. Ja, das war ganz und gar nicht gut. Oh Mann, Alter. Nee, der war nix. Hast du auch einen blöden Winkel erwischt? Ja. Oh ich mein Gott, das ist sauknapp. Ja. Ich habe jetzt Keck U als Emote hinzugefügt. Das ist Keck W mit so einem Finger, der auf einen zeigt. Jetzt lacht mich mein Chat die ganze Zeit aus. Die Fixer. Komm schon. Oh du, ja. Okay. Oh mein Gott. Vic ist unterwegs. Oh, ich seh's. Komm schon. Okay. Okay, das wird's, Freunde. Das wird's. Komm schon. Ja, das ist es. Das ist es. Ich hab's geschafft. Bruder, ich auch. Ich bin. Achtung, wenn du da jetzt aus dem Strommast rauskommst. Ja. GG. Holy shit. Aber die ist einfacher als gedacht. Ich dachte, die ist schwieriger. Muss ich sagen. Die ist easy. Also damals, wo ich sie zum ersten Mal gemacht habe, damals hatte man noch kein Skill. Ja. Also fand ich die ultra hart, aber inzwischen. Ja. By the way, mir wurde gerade gesagt, dass jemand bei denen Euro donated hat und das ist ignoriert. Und an der Stelle möchte ich sagen, Delta, danke für deinen Euro noch. Ich lese nämlich meine Donations immer vor. Ich lese auch meine Donations immer vor. Ich ignoriere gar nichts. Da sagt aber Sina129 was anderes. Ich hab hier die Nachrichten im Chat. Habe ich bestimmt blockiert bei mir. Wollen wir vielleicht bei der stockfinsteren Seite noch irgendwas machen? Weil ich glaube, da kann man auch relativ viel machen. Ja, es gibt halt diesen Kleidung-Glitch, aber ich finde den immer kacke, weil du halt 8 Jahre brauchst, um einen Versuch zu bekommen. Was genau meinst du? Ja, dass du mit Kleidung wieder zurückfliegst und dann auf diese Steinsäule da hoch. Ah ja, das könnte man... Ja, aber ich finde das super frustrierend. Man macht das einfach ohne Schaden zu nehmen, dieses Level. Ah ne, ich glaube, ich guck mal in die Übersicht. Komm, wir gehen mal in Sand Kingdom und wir machen mal den Sprung von der Ding runter. Vielleicht first tryen wir ihn, aber vielleicht sind wir auch dumm. Warte, ich mach Sand All. Let's go. Sand All Sand.
Sand All. Weg und immer witzige Jokes. Darker Side No Damage, ja, aber das ist nicht wirklich irgendwie. Oh, ich habe keinen Checkpoint. Es gibt keinen Checkpoint auf der Pyramide oben? Lol. Achso, man muss dann mit dem Strom hoch. Oh, wir könnten auch das Miauxi-Rennen machen gegeneinander. True. Das wäre auch witzig. Man auch machen, ja. Was meinst du bei der Pyramide? Also von da oben, von der Pyramide aus runterspringen oder wie? Genau, von der Pyramide aus runterspringen auf die Säule in der Säure. Ja, Hubie, wo ist das Problem? Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber du hast ja auch das mit den Haaren nicht gemacht, deswegen ist das schon okay. Ich glaube, dass es recht easy ist. Also es geht mit Vectoring auf jeden Fall, aber es geht auch mit dem Capyroll Jump. Okay. Wie kommt man da am schnellsten hin jetzt? Ganz oben nach rechts porten, oben links. Ja. Und da geht eine Stromleitung nach oben. Ganz oben links. Oder du kannst dich auf den Turm in der Mitte, da geht auch eine Stromleitung hoch. Der Boss kommt. Einfach wie heißt der Mod? Der Mod heißt Mario Odyssey Online. Das muss man jetzt einfach mal wieder zusätzlich honorieren. Einfach nur beeindruckend. Wo war hier nochmal eine Leitung? Conan, du geile Sau. Auf dem Dach. Vielen Dank für die 5 Euro. Dreisprung und Ding. Halt. Mein Gott, wie kommst du auf was hoch? Du bist Trickjumper. Wie macht man das? Mega lieb, Mann. Vielen Dank für die 5 Euro. Ich bin auch mit dem Finale extrem zufrieden. Okay. Auch wenn es frustrierend war. Also von der Pyramide. Genau. Einfach wir sehen wir uns nicht? Bist du auf der Pyramide oben drauf? Achso. Ich bin noch nicht da. Jetzt bist du da, genau. Hier. Zeig mal. Darunter auf die Säule in der Säure. Aber ist das nicht das so war mein, einfach? Das war mein erster Trickjump. Echt? Okay. Ja. Oder war es das? Also, wie wirfst du den so? Ja. Oh mein Gott, ich habe einfach so einen guten Winkel, oder? 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 Doch, ich glaube, ich habe schon. Ja, okay, der ist vielleicht doch ein bisschen zu einfach. Alles klar, und dann scheitert er. Ich hier einfach genau dagegen geknallt, wo du gegen geknallt bist. Also genau wirklich 1:1 an derselben Stelle. Schwierig, Bruder. Oh mein Gott. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir ihn first tryen. Ich hätte ihn eigentlich auch first tryen müssen. Das war eigentlich perfekt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Das ist typischer Voreffekt. Junge, ich hätte euch niemals Kick You geben sollen, ihr kleinen Schlawiner, Alter. Dieser Moment, wenn du deinen Chat einfach nur verachtest. Du zeigst die Verachtung immer dadurch, dass du Donations nicht vorliest, oder? Ja, genau. Doch, der Winkel ist perfekt. Komm schon jetzt. Jetzt mach. Okay, meiner nicht so. Bruder! Nein, Ich hätte sowieso nicht geschafft. Ich bin froh, dass du es auch nicht geschafft hast. Wie kann das sein? Ich glaube, ich hatte einen absolut falschen Winkel. Ich glaube, ich bin so gerade ausgesprungen, was halt dumm ist. Nee, Winkel, Bruder. Bei Lost Kingdom gibt es auch so etwas. Mit so einer Insel. Ja, aber ich glaube, der ist wirklich First Try. Also ich glaube, den First Try mindestens einer von uns. Ja, der ist wirklich einfach. Okay. Let's go! Der ganze Stream ist einfach ein Nostalgie-Trip, ja voll. Ey, Odyssey war einer der ersten Schritte, der mich zu einem namhaften YouTuber gemacht hat. Odyssey war das erste Hype-Game, was ich hatte auf meinem Kanal. Wann bist du denn ein namhafter YouTuber geworden? Oh Bruder, der Winkel ist ja mal komplett Panne. Da kann ich direkt los. Ja, same, ich geb direkt los. Hä? Wieso kriegen wir das nicht hin? Ich weiß es auch nicht. Du kannst dich aber, es ist einfacher, wenn du dich zum Turm in der Mitte teleportierst. Da kommst du, glaube ich, schneller hoch, weil da ist auch eine Stromleitung. Hab ich gesehen. Egal, ich mach das nochmal von hier. Stimmt, ich muss noch den Dreher machen, wenn ich Cappy wieder gefangen habe. Den Dreher? Ja, den Rainbow Spin. Yes. Den vergesse ich immer. Okay. Scheiße! Okay, Winkel muss komplett los. Wie ist denn der Winkel hier am besten? Naja, das war nix. So, hier Leute? Oder hier? Ja, hier, oder? Aber so ein bisschen näher dran. Komm, das... ich glaube, das ist ein bisschen too much. So? Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, warte, ich kann gucken, glaube ich. Ah, fuck.
Von hier kann man voll gut zugucken, von dem Turm in der Mitte. Da sieht man den ganzen Sprung. Oh mein Gott. Der ist noch ein bisschen härter als ich dachte, ehrlich gesagt. Vom Turm? Ah, von der Mitte, ja, stimmt, das geht schneller. Okay. Ach, ist das der richtige Winkel? Ja. Komm schon. Bruder, warum kriege ich das nicht mehr hin? Wir haben alles verlernt. Ja. Ja, same, aber same. Oh mein Gott. Jan, danke dir. Ich hoffe, dass... Geht wahrscheinlich mit Backwing einfach, ja, das stimmt. Aber ich bin manchmal zu blöd für Backwing. Beziehungsweise, ich glaube, ich müsste das wieder üben. Ich müsste es auch üben, aber ich habe keine Lust mehr. Zu üben, das ist... Ja, same. Also ich bin zu alt, ich bin zu alt für so eine Scheiße. Der ist es. Warst du schon mal in einer Trampolinhalle? Ja, Mann. Oh mein Gott, echt? Die machen so Bock. Dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben. Hast du es geschafft? Nein! Ich bin wirklich mit dem Kopf an der Ecke aufgeschlagen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich hätte es schaffen können. Okay, aber ich habe das Gefühl, der nächste wird's. Krass, also vor allem, die haben so gesagt, ja, der ist super easy, die macht den. Einer von uns macht den auf jeden Fall First Try, gar kein Problem. Okay, ich sehe dich. Und? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe nicht genug Distanz. Ich habe einfach nicht genug Distanz. Okay, jetzt, das wird's. Das wird's, Freunde, passt auf. Nee. Das war wieder ein sehr dummer. Ah, der Winkel ist halt sau wichtig. Die Drehung vergessen? Aber ich hab die Drehung nicht vergessen. Ja? Entschuldigung, ich muss kurz meinen Chat belehren. Gut, alles gut. Jetzt schreiben die Leute Kekyu bei mir. Ich hab nicht mal Kekyu. Aber ich finde es trotzdem schön, dass ihr das macht, Leute. Okay, das ist doch! Das! Oh mein Gott! Hä? Warum sind wir so scheiße? Oh, stimmt, ich kann noch was anderes. Oh mein Gott. Jetzt komme ich gerade auf eine Idee. Oh. Okay, ich mach das jetzt. Komm schon. Okay, mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, Homing könnte man noch probieren, aber... Ha? Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß nicht, das ist nur eine Idee. Aber ich hab mich verklickt. Junge, ich hab's geschafft, Alter. Ich hab diese Drehung verkackt, weil ich irgendwas hab ich gedrückt. Irgendwas hab ich gedrückt, dass es nicht funktioniert hat. Oh, fuck mich das ab. Das ist es. Halt die Fresse, Fairy Light, ja? Pass auf, wenn ich es geschafft habe, sage ich's dir. Ach ja, du bist ja noch da. Ja, das ist ja unfair. Wir wollen ja von hier direkt darauf. Nein. Schon von oben, Meister. Okay. Achso, ich dachte, du wärst da unten, Leute. Nein. Grad gesehen. Das weiß ich. Mario gesehen oder was? Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Warte, ich will dir zugucken. Ich will sehen, was du vorhast. Hä? Nein! Ich schwöre, da unten stand ein Mario für mich. Fuck, weil, vielleicht doch Homing? Als würde da ein Mario. Ja? Hä? Das sieht so aus, als würde jemand stehen. Auf einmal ist er weg. Ich weiß es nicht. Bruder, keine Ahnung, vielleicht ist jemand auf dem Server. Geister, Bruder. Ja, Geister, ich schwöre. Ey, und sie okay. Denkt doch für 7, ne? So. Ich schaff das jetzt, KBM. Ich hab grad so richtig epische Fire Emblem-Mucke. Ich fühle das grad sehr. Oh mein Gott, das ist der perfekte Sprung. Ja, das war's, ich hab's geschafft. Nice! Whee! Let's fucking go! Bruder, ich krieg keinen einzigen Sprung heute hin. Ich bin komplett raus. Ja, GG! Krass. Ja, aber ich hab den echt noch nie gemacht. Ja, ich hab einfach Trickjumpen verlernt. Aber ist auch kein Problem. Das ist nicht mehr mein Steckenpferd. Wisst ihr, ich lerne immer nur Dinge, die ich brauche für Erfolg. Danach vergesse ich sie. Deswegen lernst du jetzt GTA 5 RP. Richtig. Gibt es eigentlich gerade ein Hype-Game? Nee, ne? Ich glaube, es gibt gerade kein Hype-Videospiel. Obwohl, Valorant? Ne. Ja, das ist so ein All-Time-Runner, ne? Ja. Weißt du, was der perfekte Winkel ist? Also jetzt mal for real? Nee. Also, siehst du gleich bei mir. Also, ich habe den perfekten Wink getroffen. Das wirkt zwar übertrieben, aber das muss wirklich weiter rechts sein. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch mein Fehler. Wenn man den hier hinwirft, dann schafft man es auch. Hier, schau mal, wo meine Mütze ist. Moment. Da muss da sein.
Ja, da werf ihn aber eigentlich auch hin. Warte. Ja. Hier, nach vorne. Oh, ich hab verkackt. Aber das ist. Ja, das. Ja, du schaffst es. Nee, ich schaff's nicht. Sieht sehr gut aus. Safe? Ja. Mach doch die Drehung. Ich knall immer gegen die Ecke, es ist zum Heulen. Ich bin ausgesehen auf dem Jaxi gelandet, lol. Ich dachte mir so, wieso bewege ich mich auf einmal so schnell? Weil ich guck dir noch zu und reite dabei diesen Jaxi. Ich jaxe auf den Jaxi. Ich will diesen Sprung jetzt schaffen. Weißt du, ich würd, kein Glück im Leben, kein Glück im Spiel, aber Glück in der Liebe und so, weißt du? Oh, da bin ich neidisch. Alter, nee, das ist irgendwie... Nee, der Winkel ist es nicht. Oh, könnte es sein? Bruder, einfach keinen Hechtsprung gemacht. Ah, fuck, ich habe Höhe verloren. Ja, juckt. Aber ich würde mit dir trotzdem gerne, also auch wenn du den nicht kannst... Ja. ...das im Hochzeitssaal ausprobieren. Okay. Wenn es okay ist. Ja, natürlich, Digga. Ich lerne alles für dich. Nice. Aber erstmal will ich diesen Sprung... Ich brauche noch kurz eine halbe Stunde. Etwas weiter links. Ja, nee! Wenn ich rechts vorbeifliege, muss ich weiter nach links hüpfen. Danke, Chat. Nee, es muss halt echt hier sein oder so. Okay. Ja, genau so. Ich will weinen. Oh, das ist gut. Digga, was hast du? Achso, du springst. Ah, ich habe Höhe verloren, sonst hätte ich es geschafft. Fuck. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ich mal einen Sprung heute schaffe. Generell einen Sprung, einen normalen auch. Ich freue mich auf den Moment, in dem ich B oder A drücke. Bald könnte wieder Genshin-Hype kommen, aber Genshin ist doch sowieso immer irgendwie im Hype, habe ich das Gefühl. Genshin hat halt so... Hat halt eine Genshin-Community so, aber... Ja. Es ist halt, ich sag mal... Nicht zur Öffentlichkeit zurücksam. Jawoll! Endlich! Mashallah! Nice. GG. Oh, Bruder, das hat viel zu lange gedauert. Dann auf zum Mondlad. Alles klar, oder? Ich sende uns. Ruski, vielen Dank. Stray könnte man als Hype-Spiel bezeichnen, findest du? Ich weiß nicht, ich bekomme das irgendwie nicht wirklich mit, dass irgendjemand über Stray redet. Außer am Anfang, wo es rauskam. Nein, das ist nur, wenn es große YouTuber-Let's Playen denken, Leute mal, dass es ein Hype hat. Aber das ist, ich glaube, was wirklich ein Hype hat, das kriegt man eher nur selber als YouTuber mit. Ja, ich glaube, wenn sich das auch hält, dann hat das auch wirklich einen Hype. Aber Stray kommt raus, natürlich spielt das erstmal jeder Streamer. Aber Singleplayer-Spiele haben nie Hype. So, das ist, obwohl, okay, Odyssey ist einfach das perfekte Gegenbeispiel. Open-World-Singleplayer-Spiele können Hype haben, wo jeder was anderes machen kann, aber Story-Spiele hatten, glaube ich, noch nie einen Hype. Alright, ich bin im Hochzeitssaal. Ich auch, okay. Du musst mir sagen, was ich tun muss. Genau, erstmal müssen wir hier hoch. Grün, danke, by the way, für dein Gifted. An. Tricked in, ist das richtig? Ja, ich glaube Tricked in. Oder bin ich wieder unsichtbar? Moment, nee, ich sehe dich. Okay, alles klar. Weißt du, wir müssen da hoch. Genau, einmal hier rauf. So, und jetzt pass auf, man springt nur, also man springt quasi, vielleicht muss das mal hier hoch. Okay, also man springt quasi hier hin und her, indem man... Warte, ich muss kurz, Mit der Drehung. Ich muss dich von weiter weg beobachten. Ach, da musst du die ganze Zeit den Controller so werfen. Boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Du musst ihn einmal nach unten schütteln, nur einmal. Okay. Und dann ich probier's die Drehung unmittelbar nach dem Schütteln machen, damit du keine Höhe verlierst. Aber das Schlimmste ist hier halt, die Höhe zu verlieren. Ja. Und das ist tedious. Es macht eigentlich keinen Spaß. Ja. Aber es ist ein krasses Gefühl, wenn man ganz oben ist dann. Ich glaube, alles, was immer mit diesem massiven Schütteln zu tun hat, dem bin ich prinzipiell aus dem Weg gegangen. Ja. Also die Sache ist, man denkt immer, man muss krass schütteln. Aber eigentlich reicht es wirklich bei jedem Mal, so einmal ganz kurz den Controller nach unten zu schütteln. Also, ich gewinne circa gar nicht an Höhe. Spielst du mit Joy-Con oder mit Pro-Controller? Mit Pro-Controller. Okay, ich auch. Okay, ich glaube, ich habe da absolut gar keinen Bock drauf. Oh, shit! Okay. Ich will's einmal schaffen. Ah, scheiße. Du kannst ja, damit du schon mal Höhe hast, einmal so einen Capsprung machen, ne? Also quasi. Ja. Ground Pound, Cap Jump, damit du schon mal relativ weit oben bist. Und danach nicht mehr so viel machen musst. Also ich gewinne. Ja, genau. Ich gewinne null. Nö, ich aber gewinne nicht an Höhe. Ja, es ist auch schwer, weil das muss wirklich unmittelbar nach dem Schütteln sein. Und am besten so nach unten schütteln. Nee, also der Bruder, da bin ich komplett raus. Das macht gar keinen Spaß. Das triggert mich todes.
Ich höre, ich habe damals, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden oder 5 Stunden gestreamt, bis ich einfach keinen Bock mehr hatte und dann am nächsten Morgen einfach weitergemacht und dann direkt geschafft. Nee, also alles, was mit so Schütteln zu tun hat, da bin ich voll raus. Also mittlerweile, also gefühlt aktuell so diese ganzen krassen Trickjumps, was diese ganzen Trickjumper machen, dass die schleudern ja Cappy 8 Millionen Mal nach rechts und links und oben und unten, ne? Und da war ich dann immer raus, weil ich hatte nie irgendwie groß Lust, das zu lernen, weil es mir irgendwie zu random war und dieses dahin schütteln, dann hierhin schütteln, so, das, da, ich habe da irgendwie gar keinen Spaß dran. Oh shit. Aber irgendwann, man merkt so, man wird besser nach und nach. Ja. Aber alles, was halt mit Schütteln zu tun hat, das lasse ich halt lieber andere machen, so. Ja, okay. Ah, Mann, okay. Nee, scheiß drauf. Ja, das ist schon ziemlich hart. Das ist schon ziemlich hart auf jeden Fall. Ja, ja. Ihr könnt ja die Challenge mit der Kuppel in Hamburg probieren. Das wollten wir. Aber aus irgendeinem Grund ist bei... Ah, wobei, du hast ja jetzt diesen anderen Spielstand. Was für Kuppel in Hamburg? Ja, ja, das, was wir vorhin, vorhin machen wollten, aber nicht konnten, weil du da so eine Metallplatte hattest. Was für eine Kuppel in Hamburg? Ich nehme Polarland immer Hamburg, wenn es da schneit. Achso, Leute. Ach so. Ich will ja nach Hamburg fahren. Ich dachte mir auch so, weil du warst irgendwie vor kurzem in Hamburg, ich dachte mir, hä, ist das so ein Real-Life-Joke, den ich jetzt nicht verstehe oder so? Oh shit. Alright. Wer ist diese Kuppel in Hamburg? Ich kenne den nicht. Ja, wir sind jetzt in Hamburg, weil es schneit ja. Und in Hamburg schneit es ja auch immer, auch im Sommer. Immer. In Hamburg ist halt immer scheiß Wetter, so deswegen. Okay, aber weißt du jetzt, wie das funktioniert? Ja, ich weiß, wie das funktioniert, aber. Okay. Es ist ein bisschen nervig, da durchzukommen. Lol, wie das aussieht. Also Mario Multiplayer ist schon wild auf jeden Fall, macht schon Bock. Also du nimmst diesen Bruder hier ein. Moment, ja. Und dann versuchst du hier wirklich so nah wie möglich an die Scheibe zu gehen. Ja. Aber er bounce halt immer so ein bisschen gegen, du musst ein bisschen, lol. Du bist bei mir einfach Mario, ach juckt. Ja. Okay. Und dann springst du hoch. Also machst halt diese A-Sprünge, ja. Bis du irgendwann die ganze Zeit gegen diese Decke knallst, ne? Ja, okay. Wenn du genau im Aufprall der Decke quasi das Capturing verlässt, ja. Dann bist du durch. Okay. Und dann machst du so einen Cap-Jump nach rechts, um oben drauf zu landen. Das klappt leider nicht immer, genau, und manchmal bounce du halt gegen. Das ist halt so ein bisschen Timing-Shit. Ich glaube aber, ich habe das Gefühl, das ist hier einfacher, hier wo ich mich befinde, weil ich habe das vorhin hier gemacht und das war irgendwie einfacher. Okay. Weil, warte, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Ah, fuck. Also ich bounce voll häufig gar nicht gegen das Holz, weil ich immer vom Glas weg bounce. Drückst du da irgendwie nach vorne, wenn du am Glas bist? Nee, also gar nicht nach vorne drücken, sondern versuchen wirklich auf einer Stelle zu bleiben. Und der darf sich auch nicht irgendwie... Der bounce halt immer so ein bisschen gegen das Glas, ne? Du musst dich so positionieren, dass er nicht gegen das Glas bounced. Also, dass du loslässt und er wirklich auf der Stelle ist. Ja, okay. Ah, jetzt hab ich... Okay, ich hab kapiert, was du meinst. Okay. Aber ich komme da trotzdem irgendwie nicht durch. Ich verstehe auch nicht, warum, weil... Der steigt irgendwie... Der steigt nicht aus. Du musst einfach ZR drücken, ne? Genau, um auszusteigen. Oh, das wirkt dir gerade wild. Genau, und irgendwann bist du durch. Okay, es sieht auf jeden Fall, es sieht geil aus. Also, es sieht irgendwie... Und steht dann Mario automatisch da oben drauf? Oder wie, nee, was passiert musst, dann? Du musst direkt Cappy werfen nach rechts und dann so einen Hexsprung, damit du oben bist. Damit du oben drauf landest. Oh, du warst durch, oder? Nee, das sieht nur Multiplayer so aus. Okay. Ah, fuck. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so schwer ist, weil eigentlich, ich glaube, man muss wirklich die perfekte Position finden. Und wenn man erstmal die gefunden hat, dann... Ja, aber ich sag mal, mein Dude, ich glaube, der liegt richtig. Also, ich bewege gar nichts mehr, der ist genau an der Scheibe und... Ja. Oh, okay, jetzt ist er bei mir wieder nicht rausgekommen. Ich guck gleich nochmal in mein Video, wo die Position ist. Weil so schwer ist das halt wirklich nicht. Ja, jetzt haben wir über den... Okay, warte mal, ich guck mal. Warst du im Balken drin? Ich guck mal kurz, wo die Position ist.
Pick härtester Glitch. Manchmal kommt er halt einfach nicht raus, ne? Wenn man, glaube ich, zu weit oben ist dann. Nee, also du musst wirklich so weit oben, wie es nur geht. Der kommt nur dann raus. So. Ah, ich sehe gerade im Video, wo die Stelle ist. Also das muss genau hier sein. Okay. Genau hier muss das sein. So nah wie möglich an die Scheibe ran. Und dann sind wir. Oh mein, ich bin draußen! Ja. Ich bin oben! Bin oben! Ja, perfekt. Ich versuch's auch noch. Oh mein Gott, das habe ich noch nie geschafft! Okay, was muss ich jetzt tun? Nach oben, ne? Ja, genau. Das ist aber ein bisschen schwer. Ich würde ja gerne. Ha, ich bin hier rausgefallen! Nein! Ja, genau, du musst aufpassen, dass du nicht wieder durch die Scheibe gehst, weil dann bist du wieder drin. Ich bin schon wieder draußen. Maschallah! Ich bin im Modus, Digga. Ich bin im Modus, was willst du gegen mich tun, ha? Okay, davor liegen, danke schön. Hey, Digga, ich komme da nicht hoch. Okay, was muss ich. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich würde es dir gerne zeigen, aber dafür muss ich erstmal da hoch. What the fuck? Ah, okay, da kann ich einen Wandsprung machen. Was mach ich denn falsch? Ich weiß, was ich falsch mache. Kann ich da außen einen Wandsprung an dem Pfosten machen? Ja, genau. Also du musst... Oh, das ist eine unsichtbare... Oh, lol, okay. Du musst einen Tapjump machen gegen diese Außenwand. Und die Hitbox ist großzügig, ne? Mach dir keine Sorgen, wenn du ein bisschen weiter links bist. Und wenn du einen Wandsprung machst und dann wieder zurückspringst, bist du eine Etage höher. Und so kommst du immer höher. Kann man von unten durch den Balken durchglitschen, auch durch den nächsten? Oder? Unten nicht, aber oben, glaube ich. Ich komme da nicht durch. Ich verstehe es nicht. Was ist das beste Geschäft? Ich weiß, was ich falsch mache. Bruder, jetzt läuft. Also, nochmal. Ich mach dann... Wo gehe ich da hin? Ich weiß echt nicht. Also, von dir geradeaus. So, an dem Pfosten setze ich... Ich setze da quasi auf der Innenseite einen Wandsprung? Nee, Außenseite. Ah, okay, außen. Okay. Ja, also, wie gesagt, die Hitbox ist großzügig, ne? Auch wenn da nichts ist, da ist eine Wand. Also, auch wenn du sie nicht siehst. Oh, Bruder! Das, okay, ich glaube, ich sollte mir vielleicht mal ein Video zu angucken. Ich schaff das nicht. Ich verstehe nicht, warum. Hast du die Kamera irgendwie? Nee, Bruder, ich bin einfach Gott. Sprich mich aber jetzt als Gott an. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach die Positionierung von meinem Dude. Also, ich schaff's so jedes dritte Mal oder so. Ich schaff kein einziges Mal. Das ist halt weird, weil ich habe das damals jedes Mal geschafft. Ich glaube, ich stehe an der richtigen Stelle irgendwie oder so. Also, ich mach echt nichts Besonderes. Ich mach's genauso, wie du es mir erklärt hast. Ich check das nicht. Spring mal nach links. Genau. Ah, jetzt hab ich. Okay, ich hab kapiert. Genau. Und dann machst du das immer höher und höher und höher. Lässt du einfach los? An der obersten Stelle? Nee, also ich berühre den Joystick gar nicht. Oh mein Gott, endlich bin ich oben. Ah, toll, jetzt bin ich rausgesprungen. Okay. Ich schaff's jetzt echt jedes Mal. Ach. Oh, ja! Bin eine Etage höher. Okay, und dann machst du das nochmal und nochmal. Okay. Okay. Oh nein, bin ich reingeglitscht! Nein! Ja, das darf man, da musst du wirklich aufpassen. Das ist aber so, man kann auch auf der Innenseite hochklettern. Ja, aber da hast du zu wenig Platz. Ja, okay. Oh mein Gott, das ist so cool! Das macht Bock, oder? Ja. Okay. Hey Hübi, was ist das beste Geschenk? Eine kaputte Trommel, die ist unschlagbar. Danke Daniel für den Euro und für die lebensverändernde Nachricht. Ich glaube, ich merke auch, wie das geht. Oder auch nicht. Daniel, du bist der Beste. Okay, das hat wieder. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe den Dude einfach irgendwie passend platziert. Ja. Ich glaube, du stehst ein bisschen. Ja, du stehst hier. Okay. Er darf einfach nie wieder weg. Yo, wieso ist er abgebounced? Okay. Boah, ich würde so gerne einfach da oben sein. Boah, Bro, ich weiß noch nicht genau. Okay, hier auf den höheren Etagen ist es dann echt nicht so einfach. Die Hitbox ist großzügig, meinst du? Ja, genau. Okay, dann bring ich da ein bisschen weiter nach außen. Oh mein Gott. Scheiße. Ich bin nach oben. Krass aus. Ich check noch nicht so ganz fest. Ja, endlich. Okay, let's fucking go. So, now we talking. Mann, ich komme hier nicht weiter nach oben. So, dann gehe ich hier hin. Mach hier einen schönen Walljump. Bin bei dir. Ja, genau. Und hier weiß ich noch nicht. Hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. Okay, pass auf. Schau mir zu.
Ah, okay. Ja, genau, da schalte ich auch immer. Ja, da musst du noch weiter außen. Also, wie gesagt, die Hitbox ist großzügig. Guck mal. Oha! Okay, man kann so weit nach außen. Alles klar. Pass auf, dass du oben gleich nicht reinglitscht, ne? Ja. Du musst wirklich am äußersten Rand landen. Oh, Vorsicht! Ja, Bruder, okay, perfekt. Am Start. Okay, die Hitbox ist krass, Mann. Das ist das letzte oder fast das? Das ist. Oh, okay. Oh, fuck. Oh, du bist drin, shit. Mach du mal. Bist du ganz oben? Nein, ich bin reingeglitscht! Das wär's gewesen. Oh, ja, man. Und dann würde man geradeaus gehen und dann aufs Dach ganz oben. Ja. Das ist das Ziel. Okay, da hab ich Bock, das zu machen. Okay. Ich hab, glaube ich, meinen auch jetzt inzwischen gut positioniert. Ja. Also man kommt echt easy raus. Okay, er ist gut positioniert. Ja, wenn man ihn einfach nicht wegbewegt, dann er soll einfach für immer da bleiben. Ja. Ja, okay, sehr gut. Oh mein Gott. Alter, ich bleib im Flow. Nice. Nein! Nice. Oder doch? Nein, ich bin wieder reingeglitscht, du auch! ja. Oh, Sedge. Dann würde man hier durchgehen. Ja. Und dann da oben aufs Dach. Aber die Sache ist ganz wichtig. Ja. Du hast nur bei diesem Holz-Hitbox. Das dahinter, ne? Ja. Das ist nicht solid. Das da fällt man wieder rein. Okay. Ja. Darauf musst du achten. Okay, eins. Oh, Bro, okay, jetzt habe ich die Hitbox zu großzügig eingeschätzt. Und, okay, ich bin ganz oben, ich warte auf dich. Mal, Bro, geh aufs Dach, Bruder. Zieh durch. Okay, ich geh aufs Dach. Ich schaff das schon. Du musst aber aufpassen, wenn du geradeaus gehst, am besten crouchen. Ja. Weil der geht automatisch in so ein First Person. Weil okay. Die Kamera glitscht hier so ein bisschen rum. Und du musst immer so zwischen der Scheibe bleiben. Weil wenn du zu weit rechts bist, dann rip. Dann bist du wieder drin. Okay. So, wir kommen der ganzen Sache näher, Freunde. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe das Gefühl, mein Dude hat sich bewegt. So, und jetzt zack. Und aufs Holz rauf und ich bin auf dem Dach. Let's fucking go! Woo! So, jetzt musst du es auch noch schaffen. Boah, jetzt bin ich wieder reingeglitscht. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Aber du warst schon einmal ganz oben. Also du wirst es auf jeden Fall hinkriegen. Bruder, ich war doch schon draußen. Okay, vielleicht kann ich... Okay, ich bin einfach nur draußen. Vielleicht geht's doch von hier. Nee. Komm ich von hier weiter? Nein. Alter Ewald, was geht? Danke für 2 Jahre, Mann! Und wie viel noch bist du? Millionen? Also irgendwas haben die gesagt, 1500. 1200 noch. Dann hätte ich die Millionen Abonnenten. Bruder, zu stabil, Mann. Das ist echt nicht viel. Komm schon! Ah! Ah, Bruder. Ah, ich bin noch draußen. Ich weiß immer nicht so ganz, wie ich die Kamera da machen soll. Okay, ich bin reingeglitscht. Ich schau dir einfach von hier zu, was geht. Oh. Okay. Okay. Ja. Nein, ich immer auf der obersten Ebene glitsch ich rein. Ja, weil da ist leider am wenigsten Platz. Ja. Boah, das aber ist so schwer. Du bist kurz davor. Du bist kurz davor. Ja, tatsächlich. Also wenn man die richtige Position hat, dann kommt man immer durch. Ich checke gar nichts. Warum, Ewald? Das Leben ist schön. Nein, wir versuchen uns hier hoch zu glitschen, um oben aufs Dach zu kommen. Beziehungsweise ich. Vic hat es schon geschafft. Aber ich mache den Glitch heute auch zum ersten Mal. Ja. Oh, das war zu großzügig. Aber ich bin noch außen. Du bist auch noch außen, ne? Ja. Oh. Okay, da bin ich wieder. Das ist wieder der letzte, ne? Bruder. Ah, schade. Nein! Oh, jetzt bin ich nicht ganz hochgekommen. Jetzt war ich zu vorsichtig. Aber das ist doch verboten. Ja, wir sind illegale Mario-Spieler. Wir sind richtig Kriminelle. Oh, ich bin außen, actually. Ich warte hier oben auf dich. Und das Interessante ist, wenn du jetzt nach außen gehst, zu dieser Piste... Ja, da kann man drauf rumlaufen, also als Mario, ne? Genau, da kannst du rumlaufen und aus irgendeinem Grund ist das Sand. Also ist es Sand und du siehst auch diese Sandtexturen, die auf einmal aufploppen, wenn du da durchläufst.
Oh, let's go, let's go, let's go. Oh, 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 shit. Ich glitch immer rein, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Ich glitch immer rein. Also die Kamera dann so ein bisschen noch drehen, bevor du da hochjumpst. Ja, Ole, danke für dich. Auf jeden Fall nicht reinglitscht. Also ich hab sie zum Beispiel recht seitlich, ne? Ja. Ich hab die nicht, also wenn ich da hinspringe, so ich hab die nicht geradeaus, sondern komplett seitlich, die Kamera. Ja, vielleicht muss ich das mal probieren. Das ist, glaube ich, easier. Okay, komplett seitlich nicht, aber ja, schon so in die Richtung. Okay, ich bin noch draußen. Ja, genau, Treibsand. Oh mein Gott. Ich dachte, du fliegst jetzt raus. Nee. Das sah sehr großzügig aus. Oh, oh, oh. Das ist doch... Ich bin aber noch draußen. Ich bin noch draußen. Das ist doch zum Heulen, Mann. Dieser letzte Sprung, ey, killt mich. Ja! 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 Bleib da, bleib da, bleib da. Okay. Ho! Ho! Warte, ich komm auch, ich komm auch. Okay, ich muss crouchen und quasi immer so auf der Kante bleiben, oder? Ja, ja, genau. Also die Kamera wird gleich rumbuggen. Okay, ich mache immer nur ganz kleine Schritte. Genau, so dass die Kamera quasi in dir ist. Ja. Und da kannst du dich daran orientieren, dass das Glas quasi in der Mitte immer ist. Okay. So. Ey, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Es muss immer so mittig sein, das Glas. Also du gehst da einfach geradeaus. Einfach geradeaus und das Glas ist so ein bisschen mittig. Boah, dann ist das dumm, Alter. Ja, ja. Boah, aber da muss halt um die Kurve. Sei echt vorsichtig, ja, ja. Orientier dich nach dem Glas. Ich bin genau hinter dir, Bro. Alles ist gruselig, weil ich nicht weiß, wie es aussehen muss. Ja, ja, nee, also das Glas einfach so ein bisschen weiter links, beziehungsweise in der Mitte. Ja. Einfach nicht reinglitschen. Du bist schon weit vorne genug, aber bleib mal stehen. Ja. Und steh mal auf, steh mal auf. Ja, hier, aber die Kamera ist noch kacke. Dann spring hoch, spring hoch. Springen? Einmal springen. Okay, ist die Kamera wieder normal? Nee. Dann komm ein bisschen zurück. Oh, shit. Ja, jetzt ist sie normal. Okay, pass auf, schau mir zu. Ja. Hier und dann hier hoch. Okay. Oh, gut. Alter, Alter, ich hab so schwitzige Hände. Boah, ey. Nee, Bruder. Du kannst ja auch ein bisschen näher kommen, wenn du willst. Und jetzt hier hoch. Ja! Oh mein Gott, ja! Yes! Yes! Genau, jetzt hast du die Challenge geschafft. Und wenn du krass bist, kannst du auch noch hier rüber. Okay, dafür muss man nicht krass sein. Und das ist sowieso nicht toll. Also oh, ey. Ey, da könnte ich fast ein Video draus machen, Mann. Ja. Ah, es ist nicht solid, ja, ich seh's. Okay, jetzt will ich aber noch auf die Rennbahn. Muss ich da ganz hoch? Nee, ne? Man muss noch rausglitschen, oder? Ja, du musst noch rausglitschen. Okay. Boah, ey, huh! GG. Bruder! Danke für die GGs, guys. Und Mathe Prinzessin, danke für 15 Monate Prime! Ach. Ja, hier ist so überall Treibsand. Ja, ich merk's, Mann. Das ist voll weird. Vor allen Dingen, das ist sau groß. Das denkt man gar nicht, wenn man das spielt. Aber diese Piste ist riesig. Oh, ich bin versunken. Lol. Oh, okay, shit. Die Piste selbst ist kein Treibsand, merke ich gerade. Ah, die, okay, warte. Dann versuch ich nur mal auf die Piste zu kommen. Ah, nee, der Dude ist nicht mehr platziert. Ach, okay, scheiß drauf. Oh, ey. Ja, komm, lass mal ein Rennen gegeneinander machen. Alright. Warte, wir starten einfach das Rennen und bleiben einfach an der Zielflagge stehen, würde ich sagen. Ich glaube, so kann man es am besten teilen. Wie geht das nochmal? Einfach den übernehmen und dann den kapern und dann mit dem Dude reden. Ah, okay. Boah, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja. Aber juckt. Puh. Alter, jetzt weiß ich wieder, warum ich damals Impossible Jumps gemacht habe. Dieses Gefühl, ey. Und dann zu wissen, so du kannst jetzt so ein richtig geiles Video draus schneiden. Was geht ab, Nelly? Oh, ey. Okay, das Rennen startet nicht. Ich glaube, da stürzt der Online-Modus ab. Ja, also bei mir ist auch alles schwarz. Ja, okay, alles klar. Neu starten. Weird. Wir können jetzt noch einen Speedrun machen. Ja, komm, lass uns einen Speedrun machen. Habe ich Bock zu. Alright. Aber wechsel die Szene, wenn du connectest. Nicht, dass wir noch irgendeine IP leaken oder Szene oder so. Ja, ich glaube, ich muss gar nichts eingeben. Also ich komme schon automatisch da rein. Alter. Der Sprung im Schlemmerland vom Topf auf die Insel. Boah, der ist schwer. Da habe ich auch. Schwer, weil du da. Ich glaube, da musst du aber auch Vectoring machen. Ja, Nee. Ich habe es ohne geschafft. Aber das Video hieß damals, glaube ich, Wix Impossible Jump, weil du den als erstes gemacht hast. Und dann habe ich, glaube ich, dir nachgemacht. Ja, ich habe das mit Vectoring gemacht. Aber krass, dass es auch ohne geht. Ja. Nee, ich glaube, ich habe es einfach. Ich glaube, einfach. Also Rollen.
Also quasi einfach runterrollen. Da baust du ja auch viel Speed auf. Ja. Wollen wir erstmal gucken, ob das alles funktioniert und dann neues Spiel starten? Ja, einfach. Warte mal, aber dann. Ja, stimmt. Ne, ich join einfach nochmal auf den Server. Okay, ich schau mal, ob ich überhaupt noch drauf bin. Reconnect. Ich bin ehrlich, ich habe den Sprung mal versucht und First Try geschafft. Ja, Best of Maker, du hast doch vorhin gesagt, dass du den Sprung im Cityland First Try gemacht hast. Ich habe das Gefühl, du machst echt alles First Try. Krass, Digga. Ja. Oder er labert. Nee, Bruder, er macht alles First Try. Alles. Okay, das wäre ein schöner First Try gewesen. Ja, dann neues Spiel? Ja. Okay, dann muss ich meinen Timer wieder rausholen. Moment. Machen wir irgendwas anders diesmal mit der Koordination? Weil ich fand's beim letzten Mal ziemlich perfekt, ja. Oh ja, Szene, ihr habt recht. Und das Döner, by the way. Besser, aber juckt. Danke für 25. Döner. Oha. Krass. 25 Cent. Du bist aber schon ewig. Wie lange bist du aktiv auf Twitch? Boah, ich glaube seit 4 bis 5 Jahren. Okay, ich bin seit 2. Also die 25, die er hat, sind bei mir genau meine Twitch-Zeit. Nice. Ja. Döner war, glaube ich, auch einer meiner ersten 100 Abonnenten oder so. Bester Mann. Geh noch kurz was zu trinken holen. Ich hole mir auch noch ein Energy. Über diesen Startscreen. Ja, bin ich auch. Okay, bis gleich. Oh, jetzt habe ich wieder Wix-Chat für mich. Mashallah. Pass auf, Chat. Wix-Chat, ich komme zu euch. Wix-Chat. Moment. Twitch.tv/iBlali. So, wir müssen jetzt was Cooles machen. Wollt ihr... Ihr habt doch Better Twitch TV, oder? Ja. Ihr habt doch Better Twitch TV. Ich sehe euch. So, ich bin bei euch im Chat, Guys. Grüßt euch. Ihr müsst Vic dazu zwingen, dass er euch CacU gibt. Hashtag, gib uns CacU. Das ist der Shit, den wir brauchen. Ich hab euch, Guys. So, ich hab mir auch nochmal einen energetischen gegönnt. Let's fucking go. Was hast du für einen energetischen? Was geht? Oha, ich glaube, die wollen CacU haben. Ja, ich glaube auch. Ich frage mich, wo das herkommt auf einmal. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich gehe mir meinen energetischen Drink holen. Ja, Leute. Jetzt habe ich ja keine andere Wahl. Jetzt muss es ja im nächsten Stream drinne sein. It is what it is. Up in the air. Boah, Leute, es ist so heiß, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe eine Klimaanlage hier und die macht eigentlich einen guten Job, aber real talk, es ist immer noch viel zu heiß. Also es bringt gar nicht so viel. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Equipment hier auch recht warm wird. Also es geht. Ist jetzt nicht so ultra heiß hier, also ich glaube keine 30 Grad oder so, aber ich bin trotzdem sweaty. Also wirklich, ich habe gerade geduscht, hat gar nichts gebracht. Ja, also es gibt so eine Sache, die man theoretisch machen kann. Wood Army, dankeschön. Du kannst dein T-Shirt, also das ist aber ein ekelhaftes Gefühl. Du machst dein T-Shirt nass mit kaltem Wasser und ziehst es dann an. Das kühlt richtig gut ab, aber es fühlt sich halt auch mega eklig an. Okay. Alles klar. Mach das. Es ist wirklich hilfreich. Aber fühlt sich halt nicht so geil an, wenn du so ein komplett nasses T-Shirt trägst. Ja, aber hast du deinem Chat jetzt schon CacU gegönnt? Ja, Bruder, mach ich doch nicht jetzt. Doch, du musst nur auf Better Twitch TV und den anklicken und dann hast du ihn. Komm, für den Run. Irgendwelche Internetseiten zu gehen. Einfach okay. Better Twitch TV. Ja, das ist doch eine Internetseite, oder nicht? Ja, warum bist du auf keine Internetseite? Ah, ach, meinetwegen. So, wo ist dieser Hurensohn? warte mal, also ich bin jetzt auf Better. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ja, ne? Better TTV. Ja, und dann. Und dann gehst du auf Dashboard, auf Emotes. Ah, da ist er. Genau. Der animierte? Nee, ich habe keinen animierten. Ich glaube, den braucht man nicht. Okay. CacU und den zweiten, der von SD okay. Shepard. SD Shepard, da ist er. Add to Channel. So, Leute. Viel Spaß mit CacU. Jawohl! Ey, jawollo! Sieht man den jetzt? Also ich hab du musst jetzt die. Geaddet. Also, wenn du bei deinem Browser aktualisierst, dauert es meistens so ein bisschen, aber wenn du in deinem OBS deinen Stream-Chat mit Cache aktualisieren einmal neu lädst, in okay. OBS ist also immer direkt da. Aber in meinem Chat sehe ich den noch nicht. Nee, bei deinem Browser musst du mal aktualisieren immer ab und zu. Aber da dauert so ein bisschen.
Ja. Aber im OBS musst, im OBS musst du einfach nur deinen Chat, quasi deine Chatquelle öffnen und Cache aktualisieren machen. Okay, mach ich kurz. Und dann ist es in deinem OBS direkt drin. Okay. So. Warte, ich hab's offen. Nee, also hat irgendwie nicht funktioniert, obwohl ich das geaddet habe. Und ich habe das ja auch autorisiert mit iBlali. Okay, warte, dann geh nochmal auf Better Twitch TV und klick auf Dashboard. Ja. Da müsste der dann eigentlich aufgelistet sein. Ja, ist er sogar. Dann braucht er wahrscheinlich einfach kurz. Ja. Ja, dauert ein bisschen, Leute. Oh mein Gott. Leute, die haben irgendwas an Better Twitch TV geändert. Ich hab auf einmal 90 weitere Emote-Plätze frei. Ja, what the fuck? Ich habe auf einmal 94 von 185. Was zur Hölle? Chat, wisst ihr, ob sich bei Better Twitch TV irgendwas geändert hat? Mir wird 94 von 185 angezeigt. Wild. Warte mal, ich probiere mal, ob ich jetzt irgendwas adden kann. Keine Ahnung, ich adde jetzt einfach mal Hypers. Kein Schimmer. Add to Channel. Ja, die Website sieht auch anders aus. Der Better Twitch TV hat irgendwas in den... Bestimmt, weil 7TV ihnen so Konkurrenz gemacht hat. Ja. Chat, wir haben 90 neue Emotes, die wir hinzufügen können. Oh shit. Ja, muss ich auch auf jeden Fall machen. Mach ich, glaube ich, nach dem Stream. Ja, okay, ja, das ist krass. Also, wie ist es denn mit den anderen Better Twitch TV-Sachen, Leute? Also, Party Kirby ist ja eigentlich auch zu sehen, oder? So, Party Kirby? Ja, Party Kirby ist zu sehen. Ja gut, dann dauert das. Dann dauert es einfach kurz. Ich glaube, es wird dann im Laufe des Runs einfach so nach 5 oder 10 Minuten kurz seinen Chat neu laden und dann... Genau in dem Moment, wo wir das fertig haben. Retrobox, dankeschön. Okay, ich bin ready. Ja, warte, ich muss noch ganz kurz meinen Chat neu laden, damit ich Hypers mit drin habe. Ey, Alter, 90 neue Emotes, mashallah. Mein Leben ist schön. Let's fucking go. By the way, im Podcast hatten wir drüber gequatscht, dass du ja so ein geiler Grillmeister bist. Steht die Grilleinladung noch? Ich denke schon, aber wir müssen gucken wegen CEO, weil der hat anscheinend doch keine Zeit. No, warum? Weil er irgendwo noch ist. Keine Ahnung. Der Typ, ne? Und generell, das wird, glaube ich, alles so super spontan. Weil Gamescom-Wochenende ist immer todes ja. Chaotisch. Also ich bin ab Dienstag in Köln. Okay, nice. Weil ich bin selber leider erst ab Freitag, weil ich davor nicht lol. Bin. Ah, lol. Okay. Ja. Wo bist du in München? Ich bin in München wegen, ja, so einem Streaming-Event. Ah, was halt auch wild ist, weil das so mitten in der Gamescom-Woche ist. Ja. Also schlechter kann man das... Das heißt, ich fahre zu dir hoch und du fährst zu mir runter. In der gleichen Zeit. Wir fahren aneinander vorbei. An ihnen vorbei. Ich bin ready. Ja, warte, Super Mario Odyssey, any percent? Okay, ich habe den Speedrun-Timer. Speedrun-Timer einblenden. Jawollo, okay. Sollen dich Cake You gönnen, Alter. Ja, komm, reload nochmal deinen... Also, die Leute im Chat sollen mal sagen... Also, warte mal, ich reload ja auch mal deinen Chat. Ich meine, ich müsste es ja auch sehen. Ich bin ja auch nur Viewer. Also, die anderen sind da. Die anderen Better Twitchy, wie Sachen sind zu sehen. Aber irgendwie... Ja. Hat Cake You gerade keinen Bock. Ja, egal. Kommt irgendwann. Ja. Chat, ihr müsst einfach regelmäßig prüfen, wann es bei ihm da ist. Genau, ab und zu mal ausprobieren. Irgendwann wird er schon da sein. Okay. Stimmt, du kannst bei mir pennen und ich... Also, du nimmst meine Wohnung und ich nehme deine Wohnung. Easy. Okay, dann würde ich sagen... Sind wir ready, oder? Let's go. 3, 2, 1, bam. Also, Freunde, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wie immer, wir runnen jetzt Odyssey zusammen. Unsere Mondcounter sind auch zusammen. Beim letzten Mal haben wir es schon gemacht. Wir hatten weiß das jemand noch? Eine 58, 15, 12, 20, irgendeine niedrige 58er Zeit. Wir versuchen heute eine 57 hinzubekommen. That's the plan. Wie witzig das aussieht mit den zwei Marios ineinander. Lol, ich sehe dich nicht. Bruder. Scheißen. Egal, wir runnen trotzdem. Ich glaube, du wirst mich noch sehen. Ja, ich glaube auch. Wir gucken mal. Ich kann ja irgendwann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil du irgendwas machst. Ah, doch, ich sehe dich. Jetzt sehe ich dich. Alles gut. Okay. Komplette Entwarnung. Aber du bist wieder brainless. Du bist wieder Three-Head. Ja. Ich freue mich, wenn KQ funktioniert. Du wirst es bereuen. Dein Chat freut sich. Ja. Die freuen sich. Boah, ich liebe es, wie die einfach genau gleich schnell sind. Bedeutet, dass sie das Monde einsammeln aufteilt. Richtig, genau das bedeutet es. Ah!
Was denkt ihr, hat er beim letzten Mal am... Ja? Bitte? Nee, ich pack Ach so. Wunscherin von mir. Also am meisten Verbesserungspotenzial... Oh, die ersten können Kaki sehen. Jawollo! Die ersten können das sehen, let's fucking go. Also Bowserland war nicht Bombe, da habe ich tatsächlich sehr viele Fehler gemacht und Mondland auch. Da kann ich bestimmt nochmal 20 bis 30 Sekunden rausholen, einfach wenn ich es clean spiele. Und ich habe den Mecker verkackt. Ja, und ich aber auch. Also ich hätte ihn ja schon... Du warst ja nur das Backup. Oh, scheiße. Oh mein Gott, ich mache hier... Ach, wird schon, Freunde, wird schon. Okay. So, wir müssen es jetzt wieder so machen, dass quasi der... Ich werde als erstes im Kaskadenland sein. Dann lasse ich die Brücke runter. Mhm. Und du gehst dann direkt zu Madame Brudel hoch. Okay, machen wir so. Welche Zeit hat ihr letztes Mal? Wie gesagt, 58 irgendwas. 15 oder so. Also wir versuchen, unser Ziel heute eine 57er Zeit. Das wäre wild, wenn die das hinbekommen. Ja, das ist sick. Okay, Hutland war stabil. Ich habe eine Sekunde. Retrobox, danke für 25 Euro. What the fuck? Mashallah. Vielen, vielen Dank, du King. Ich finde es so heftig, wenn Leute so hohe Beträge spenden. Ja, außerdem nichts. Da denkt der Bruder sich einfach, ja, 25 Euro hat der Bruder verdient hier. Das ist einfach so ein richtig fettes Abendessen, wenn man sich's bestellt. Ja. Welcome to Cascade Land. Warte mal, theoretisch, also die Brücke wird bei mir nicht unten sein. Nee, du musst dann, du musst den Checkpoint aktivieren und sobald ich die Brücke eingesammelt habe, dich zum Checkpoint warten. Okay, alles klar. Ich habe den Mond jetzt eingesammelt. Ich glaube, wenn du dich jetzt teleportierst, dürfte es klappen. Okay, ich hoffe es. Nein, das war keine indirekte Bitte an meinen Chat, dass ihr auch was spendet. Don't do this, young pro. Nice. The bridge is down. So wild, dass dieser Stein einfach noch da ist. Genau, du machst jetzt Ding. Du redest jetzt mit, du machst mal dein Brudel und dann warte ich schon am Mond. Okay. Was war das Größte, was bisher jemals gespendet wurde? Boah, gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall ein richtig kranker Betrag. Ich glaube aber kein Tausender Betrag. Also irgendein Hunderter Betrag war das. Irgendwas Dreistelliges. Also jetzt, wenn man jetzt von einer einzelnen Spende ausgeht. Let's go. Hat's geklappt? Okay, dann muss ich jetzt einfach warten, bis du es gemacht hast. Das ist das Leben, Freunde. Ich speedrunne gerade. Ah. Mm. Seht ihr die Kante auch im Stream? Hier diese Mini-Kante, ah, dieser Pixel? Das ist hässlich. Jetzt ist schicker Geist. Und sie ist besiegt. Let's go. So, genau. Wenn du einen Triple Moon einsammelst, werde ich teleportiert. Und dann kann ich schon den Mond einsammeln. Und dann kannst du direkt, weil ich den Mond habe, losdüsen. Nice. So richtige Koordination. Als ob... Nee, Retrobox kommen. Hat nochmal Cash rausgehauen? Ja. Bruder, wie viel? Vielen Dank, Bro. What the fuck? 50 Euro. Mashallah! Retro, warum machst du diese? Aber ich bedanke mich trotzdem. Dankeschön, Bro. Deine Emotes funktionieren nicht mehr. Also bei einige Leute können das sehen. Ja, es dauert. So, ich hab den Mond, du kannst direkt einlagern, wenn du willst. 10 Döner, wow. 10 Döner? Warte mal, lass mich kurz überlegen. For real? 5 Euro pro Döner? Ja doch, kommt hin. Ja doch, das kommt hin auf jeden Fall. Boah, ich weiß noch die Zeit ganz, ganz früh. 3,50. Was, 2? 3,50, ja. Okay, ich hab, bei mir ging's, also ich bin der, bin 3,50er Jahrgang. Dann irgendwann 3,80, dann 4 und dann komplett Feierabend. Ich habe gerade verstanden, ich bin 53er Jahrgang. So ein Überboomer einfach. Let's go. Okay, ich würde sagen, wir machen Sand, teilen wir wieder auf wie letztes Mal. Ich düse ins Dorf und gehe dann in die Ruine und du gehst direkt zur Oase rüber und läufst außen rum. Alles klar, machen wir es so. Redbox, danke für 10 Euro. Ach du Scheiße, Bro. Der Bruder ist im Modus. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber danke schön. Okay. Bei uns war... Für dich.
Bei uns gab es mal eine Woche ein Angebot, wo der nur 2 oder 3 Euro gekostet hat. Alter! Junge, jeden Tag 5 Döner essen. Speedweed schreibt, bei mir kosten Döner auch 2,50 Euro. Besser geht das nicht. Wo wohnst du denn? Ich wollte gerade sagen. Was für 2,50, Digga? Das war vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal der Fall. Also ich glaube, das günstigste ist bei uns so 4,50, glaube ich. Aber ich glaube, fast überall kostet der mittlerweile 5. Was aber, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich immer noch ein guter Preis ist, weil du eigentlich eine vollwertige Mahlzeit dafür bekommst. Auf jeden Fall. Und auch, ich sag mal, einigermaßen ausgewogen. Also Brot, Gemüse, Fleisch, also alles dabei. Oh, scheiße. Ah, fuck. So, ein bisschen... Oh mein Gott, was tue ich? Werde von Döner nicht satt. Echt? Also... Okay, ich nehme mal einen XXL-Döner. Der kostet mal ein bisschen. Ja, okay, true. Aber der schallert schon. Das war jetzt ein bisschen schlecht. So, jetzt nehme ich den Shop-Mond mit. Den habe ich beim letzten Mal nämlich vercheckt. Stimmt. Das dürfte uns vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, 5 Sekunden sparen oder so. Isst du Döner mit Käse? Wenn er Käse hat, dann ja. Ja, ich auch. Und eher Knoblauch oder Joghurt oder Cocktailsoße? Eigentlich, ich nehme meistens alle Soßen einfach. Einmal alles, bitte! Einfach alles, außer Tomaten so. Ich nehme immer alles außer Tomaten. Ja. Nee, ich nehme auch immer alles. Ich würde auch gern Cocktailsoße, aber Cocktailsoße ist in Bayern nicht. Das ist eher so nördlich. Retrobox, nochmal 25, Retrobox ist, oh mein Gott. Bro, vielen Dank, aber du musst halt echt nicht mehr, what the fuck? Bro, wieso komme ich da nicht hoch? Oh mein Gott. Ich seh dich da hinten scheitern. Ich stelle mich so dumm an, wirklich. Ich hoffe, du machst es gerade besser als bei ich. Bei mir läuft gerade ganz gut, ja. Pass auf, jetzt habe ich es verschissen, jetzt verkacke ich bestimmt den Skip hier. Ich glaube, das ist, weil ich halt diese Route nicht so kenne, in dem Sinne. Weil es so anders ist. Ich hasse es, diesen Sprung zu verkacken. Okay. Gut gesaved. Ravenkun, danke für dein Prime. Hast du es in letzter Zeit auch, dass Prime immer einen Doppel-Alert auslöst? Ja, okay. Das ist ein Twitch-Bug. Ja. Aber schon seit, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. Geben sich richtig Mühe, den zu fixen. Bei uns in Köln hat Haus des Döners aufgemacht. Was ist das? Das ist so eine Kette von Rata, also von dem Rapper Rata. LOL. Ich habe schon 4 in Köln gesehen. Und ich schwöre, die schmecken unendlich gut. Krass. Der hat doch mit Köfte angefangen, ne? Das war es ja so ein Meme war. Okay, einen Mond brauchen wir noch. Kriegst du nur noch einen schnell? Ja. Okay, dann gehe ich schon mal zur Odyssee. Okay, mach das. Ich habe mir den bei... Boah, das ging aber, glaube ich, noch ein bisschen... Das lief gut. So, das Geld hier. Jawollo. Ich bin genau jetzt gelandet. Bruder, Baba, richtig gut. Du gehst wieder Seeland, ich gehe wieder Forst. Dann haben wir wieder gleiche Route. Nee, Rotkohl finde ich voll geil auf Döner. Oder Blaukraut, je nachdem, was man sagt. Was ich auch super lecker finde, also wir haben so einen Dönerladen in der Nähe, der macht da auch so Bratkartoffeln rein. Echt? Okay, das habe ich noch nie gesehen. Das ist auch voll lecker, Mann. Bratkartoffeln. Ja, oder es gibt so Seitan-Döner, der nicht nur mit Seitan isst, sondern auch mit so frisch gebratenem Gemüse. Das ist auch sau lecker. Das habe ich in München mal. Ich habe einen richtig räudigen Döner in München am Hauptbahnhof gegessen. Aber die Gemüsemischung, die er reingemacht hat, die war richtig geil. Aber das Fleisch war so widerlich. Ah, shit. Okay, ab zu Seeland, liebe Friends. Ich hätte auch fast Seeland ausgewählt, weil es so einfach im Kopf ist, A zu spammen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Döner ist zwar schon geil und so, aber ich feiere Dürüm von der Form doch irgendwie einen Ticken mehr. Okay, krass, also, ich hasse Dürüm. Also. Ich liebe auch Teig. Ja. Nee, also bei Dürüm sabbert bei mir einfach immer alles überall raus. Das ist, Ach krass. Bei mir umgekehrt. Ich sag mal, die erste Hälfte geht noch, aber irgendwann fängt unten die Soße an rauszutropfen und dann irgendwann ab der zweiten Hälfte zerfällt der dann irgendwie einfach nur noch in sich und so, Lamachun ist geil, ja. Ein Kumpel von mir, also mein bester Kumpel, der ist Armene und sein Dad kocht übel häufig so türkische Spezialitäten und armenische. Geil. Und der macht auch voll häufig Lamachun selber. Bruder, das ist so geil. Oh, shit! Womit spielt ihr zusammen? Warum, Bro? Warum? Ich würde gerne Klepper tun, aber ich habe keine Zeit.
Meister, kurz Ingame-Frage. Hast du 100 Münzen? Ja, ich habe 300. Okay, dann musst du den Shop-Mond kaufen. Ich habe nämlich nicht also genug Geld. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe hinter das Sphinx diese ganzen Münzen eingesammelt extra. Ja. Oh, scheiße. Ja, ey, Retro, vielen, vielen Dank, wirklich. Ich glaube, du hast jetzt insgesamt schon, wie viel? 130 bis 150 gegönnt, einfach. Ehre, Mann. Der ein oder andere Döner wird sich damit auf jeden Fall gegönnt. Alter, wegen so viele Döner kannst du gar nicht essen, das sagst du. Ey, ich schwöre, mein Magen ist ein schwarzes Loch. Hast du schon mal Baklava gegessen? Ja. Ohne Scheiß. Es ist so eine Sauerei, dass es halt nur aus ungesunden Sachen besteht. Also, ich will nicht wissen, wie viel Kalorien einfach ein Stück Baklava hat. Ich meine, es ist Nuss und Zucker und Teig. Also, es ist halt Kalorienbombe vor dem Herrn. Aber ich liebe es. Okay, ich habe den Blute schneller besiegt als beim letzten Mal. Okay, ich muss jetzt nur gucken, welche Route ich dir gebe. Also ich bin jetzt im Forstland. Wie machen wir das am besten? Hast du, also den Hasen am Anfang hast du nicht, oder? Und der im Stein? Doch, scheiße. Ich hab alles gemacht. Okay, hast du, den im Baum? Nee, wir machen's, ja, hab ich. Wir machen's so, du düst einfach so schnell es geht zu dem Turm hinter. Also ich lass dir, ich mache nicht die große Pflanze, den Storymond. Ja. Du düst so schnell es geht zur großen Pflanze. Hm, okay. Und du musst, also einfach zur großen Pflanze und dann in Richtung Turm. Alle anderen mache ich, auch da die Sackgasse bei der Pflanze und alles drum und dran. Okay, dann mache ich, glaube ich, diesen einen Trick, wo ich so hochjumpe. Das wird ab Antrax, dankeschön. Mach, was du fühlst. Also direkt, du machst große Pflanze und dann direkt weiter. Alles andere mache ich. Große Pflanze? Ja, halt die Story, halt die Ding. Der Story-Mond mit der großen Pflanze. Ach, das meinst du? Ja, du düst direkt zu dieser Pflanze und dann weiter zum Turm und ab da alles. Also okay, alles also nach der großen Pflanze. Haben wir auch genug? Ja, alles andere mache ich. Okay, also auch die Sachen da oben, also in der Nuss und so? Ja. Okay, alles klar. Und auch die, hast du schon die hinter der großen Pflanze? Die nehme ich mit. Du machst große Pflanze und düst los, überlass mir den Rest. Alright. Alter, just Let's fehlt, go. Danke für 6. Aber Shopmond hast du noch nicht, ne? Nee, den habe ich noch nicht, den musst du machen. Okay. Gut, den hätte ich jetzt was vergessen. Was geht? Oh ja. Mir geht das gut noch. Ich schieb gleich die Cam, guys. Da ist der Wasserfall. Oh shit, ich bin jetzt schon bei der großen. Okay, ich mach die große Pflanze gleich. Dann kannst du direkt weiter. So, ich glaube, at this point, lol. Okay, wie ich die Katze auch angucken darf. Ja, aber nur kurz. Aber nur kurz. Ich hab mal 2 Jahre kurz gegönnt. Vielen, vielen Dank, Bro. Ah, dann SCP auch noch mit 2 Gifte. Dankeschön, guys. Warum kommen wir keine dabei, die hinter der großen Pflanze zu holen? Ja. Okay, nice. Du kannst direkt die Brücke nehmen. Alright. Ich muss da erst hinkommen, so. Ach nee, warte mal. Ich kann mich doch dahin teleportieren, oder? Ah nee. Okay. Nee, Checkpoint-Sharing ging irgendwie nicht. Wo es eigentlich gehen sollte, dachte ich. Ah, da ist der Alert jetzt halt endlich. Ich bin eh schon fast da. Sehr gut. Okay. Scheiße, ich glaube, uns wird ein Mond fehlen. Okay, warte mal. Dann sammelst du die 3 da hinten ein. Ich gehe runter zum Feuer, Bruder. Okay. Zum Feuer, Bruder, oder meinst du diese Sub-Area unter Wasser? Nee, die Sub-Area, die habe ich schon. Ach, du hast die schon, okay. Ja. Ich mach den Feuer, Bruder. Du machst die eine auf dem Turm oben, die Nuss. Und dann die 2 im Turm und dann haben wir genug. Okay, alles klar. Ah, dann Kusha auch noch mit dem frischen Prime. Vielen, vielen Dank, Guys, für den Support. Okay. Oh, zum Glück kann ich das noch. Oh mein Gott. Gerade einen Risky Jump gemacht.
Okay, du bist jetzt da, dann bist du jetzt in den Turm. Ja, okay, dann ja, geh ich zu Odyssey. Das sind zwei, genau, okay. Ja. Ja, stimmt, kannst du ich muss es zwar kurz warten, also wir haben es nicht ganz optimal gemacht, aber ey, alles okay. Juckt. Oh stimmt, man kann jetzt die Odyssey-Mucke anhören. Das war damals auch voll die Entdeckung, dass Mucke kommt, wenn man auf dem Globus rumhüpft. Ja. Oh nein. Oh, ich bin oben, okay, nice. Hast du? Nein, oh mein Gott, ist das egal, alles gut. Ich bin nicht ganz runtergefallen. Ich bin nur ein bisschen runtergefallen. Bruder. Ich war trotzdem sehr, sehr dumm. Oh, huh. Unnötig Zeit verloren. Egal, du kannst schon mal reingehen. Ja, bin direkt rein. Okay. Huh, ich richtig dumm gebonkt gerade. Ja, manchmal passiert das so richtig, richtig blöd. Aber kannst du sehen, ob wir schneller sind als beim letzten Mal? Ne, ich habe die Zeit vom letzten Mal leider nicht gespeichert. Ah, schade. Weil ich meine normalen Singleplayer-Splits nutze. Oh, die wollte ich nicht überschreiben und ich hab's vergessen, in der neuen Datei zu speichern. Wollt ihr unter 15 Minuten schaffen? Ne, wir wollen unter 58 Minuten schaffen. Ja, 57 irgendwas. Ja, also das wäre schon in Ordnung. Okay, was kommt jetzt? Pause, oder? Ja, jetzt kommt Bowser. Den müssen wir beide spielen und dann fängst du wieder mit dem verlorenen Land an schon. Weil ich jetzt noch kurz einen Ausflug ins Seeland machen muss und da die Monde abgeben muss. Ah, true. Ja, true. Wollen wir das wieder beim letzten Mal machen? Dass ich schon direkt zum Vogel gehe und außen rum? Genau, du gehst direkt zum Vogel und ich mache alle Monde, die so um den Berg drumherum sind. Also oben auf dem Berg und den Schmetterlingen und auf der Drehplattform. Easy. Was ist der Singleplayer-Weltrekord? Ich glaube tatsächlich 58 Minuten oder. Okay. Irgendwie irgendwas war in der Nähe. Und ich glaube, die 57 wurde schon geknackt. Ich glaube, die 57er-Marke, die haben sie geknackt. Ja, also 56? 57, Alter, das ist schon eine 56,55. Boah, das ist krass. Alter! 56 Minuten. Ich weiß noch, es gab mal eine Zeit, wo alle gesagt haben, nee, unter einer Stunde. Unter einer Stunde ist nicht possible, ja. Damals ist Fearsome Fire noch so mit einer der besten war. Gibt's den überhaupt noch? Macht der noch was? Gute Frage. Ich fand den immer mega cool. Ja, der war echt witzig. Der war halt so ein richtiger Vollblut-Nerd. Der hat das auch erfunden. Diesen einen Trickjump im Hochzeitssaal. Ah, lol. So, hier habe ich, glaube ich, letztes Mal den Kampf auch verkackt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, lol, der ist auch hier. Ja, wir boxen gerade beide den gleichen. Okay, hab ihn besiegt. Ja, ich habe noch zwei Leben. Ihr habt 58 Minuten 45 gebraucht. Letztes Mal habt nachgeschaut. Okay. 45? Oha. Ja, also fast 59. Ey, ich glaube, allein, wenn ich wenn wir im Mondland und im Bowserland die Fehler nicht machen, sind mindestens 30 Sekunden, die wir uns sparen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch generell jetzt ein bisschen routinierter und. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich weiß noch, ich habe relativ viele Fehler gemacht bei New Dawn City. Versuch das mal diesmal nicht zu tun. Oh, scheiße. Ich hasse diese Palme am Anfang wirklich, ne? Ja, ich auch. Geh da doch ab. Junge, what the fuck? Hättest du mal Bock, Breath of the Wild 100% in einem Stream durchzuspielen? Boah. Ich habe eine Idee, Julian. Halt mal die. Also, nach der Gamescom habe ich eine Idee für so ein Event. Aber ich will noch nichts spoilern. Ich bin gerade wirklich dreimal gegen diese Palme am Anfang gebonkt. Okay, welchen Mond hast du jetzt genommen? Den bei diesem, was sich so dreht. Okay, alles klar. Also neben dem Vogel. So, jetzt habe ich den Vogel gekillt. Genau, dann nehme ich die drei um den Berg drumherum. Es gibt ja zwei auf den Dreh. What? Ja, und es gibt noch ein anderes Drehteil. Ja, genau, das mache ich. Auch Mond vor, ja. Wie konnte ich denn da jetzt dran vorbeihüpfen? Genau. Komm schon. Genau. Ich habe gerade gehört, dass du Leben verloren hast. Ja, das war gewollt, actually. Der Bruder stand zu weit rechts. Also, ich hätte ihn nicht dazu bringen können,
genau diese Kiste kaputt zu machen. Oh nein, bitte nicht. Ach, wie dumm. Okay, dann hole ich mir den hier. Okay, dann port ich mich jetzt schon zurück zu Odyssey. Ja, kannst du machen. Ich hole mir den bei der Brücke noch, also unter der Brücke, und dann kannst du schon... Ja. Okay, das verlorene Land war, glaube ich, besser als letztes Mal. Ja, ich denke auch. Ja, hab. Okay. Junge, geil. Ey, es fühlt sich so gut an, wie schnell das geht. Ja. Okay, dann kannst du New Donk City... Ich düse direkt zum Mecha Wriggler. Okay, scheiße, dann habe ich jetzt gleich wieder ein bisschen Freizeit. Ja. Aber dann kann ich ja schon mal die Monde auf dem Weg sammeln. Genau, ich düse direkt zum Mecha Wriggler. Du sammelst den Mond draußen bei dem Stahlträger. Und die zwei im Rathaus. Es gibt zwei im Rathaus? Nee, einen. Entschuldigung, ja. Man kann nur einen sammeln. Raphael, eine 57 ist das Ziel. Bei wie viel sind die gerade? Jo, wo sind wir gerade? Moment. Wir sind bei 22. 22, okay. Wie viele Minuten sind wir schneller als bei deinem Singleplayer-Run? Ich habe jetzt leider verlorenes Land nicht gesplittet, aber ich glaube vier Minuten dürften es sein. 4 oder 5. Alright. That's okay. So. Eins, zwei, drei. Ah, schön. Hab ihn. Okay, bin jetzt im Rathaus. Number one. Boah, du bist hier auch schon im Rathaus? Ja. Nice. Ja, stimmt, du bist ja auch direkt dahin. Ja. Okay. Diese Konzentration. Aber Cityland Nacht ist auch die schlimmste Stage. Findest du? Ja. Vor allem das Rathaus, ne? Ja, also in den normalen Run. Nee, eigentlich Cityland Nacht ist einfach nur schlimm. Der Mecha Wriggler ist unfassbar beschissen und das Rathaus ist auch unfassbar beschissen. Okay, dann gehe ich jetzt ins Rathaus und sammle den Mond oben und dann gehe ich nochmal raus und sammle den Mond. Stimmt, den kannst du auch gleich, der da in der Luft schwebt. Oder? Nee, ich meine den in diesem Geländer. Ah ja, außen in der Stadt. Ja, genau. Ja. So, ich bin jetzt beim Mecha Wriggler. Nice. Wie viel kostet eine gute Capture-Card? Also ich habe die Preise nicht im Kopf, du brauchst jetzt keine Elgato 4K, was weiß ich. Ich würde sagen, eine gute, also AverMedia hat, glaube ich, ein paar gute Modelle. Ich würde sagen, so 70 bis 80 Euro. Da kriegst du, glaube ich, die Switch hat, also wie gesagt, du brauchst ja keine 4K, weil kann die Switch eh nicht. Das bräuchtest du eher, wenn du so PS5-Gameplay capturen willst. Ich denke, so 70 bis 80 Euro bist du gut dabei. Auf jeden Fall. Wie gesagt, du brauchst nicht das High-End-Produkt. Wo war der Bruder nochmal? Da, oder? Oh, ja, da hat hier jemand Bock auf einen Timeout im Chat. Oh, shit. Irgendein random Spam. Mods! Alter, meine Mods sind schon wieder... Danke. So, ich will jetzt hier Two-Face schaffen. Stimmt, hab ich letztes Mal auch 3 Cycles gebraucht. Ich erinnere mich. So, kann ich hier noch irgendetwas tun, Leute? Keine Sorge, ich habe den Kampf jetzt schon geschafft. Okay, nice. Warte. Ja, Mann. Stimmt, letztes Mal hatten wir hier auch einen 3-Cycle und ich habe es jetzt in 2 geschafft. Nice. Werden wir gleich automatisch beide teleportiert? Ja, du wirst teleportiert. Ah, ich sehe, wie du hier bist. So. Der Dreifachmond düst runter. Und ich hab ihn jetzt. Nice. Okay, Ich porte mich direkt zum Rathaus. Okay. Und mach dann oben auf dem Rathaus Mülleimer und so. Und du machst alle am Anfang in der Stadt, genau. Okay, nice. Und ich spreche erstmal nicht die Musiker an. Die Musiker kannst du machen. Alright. Ich düse aufs Rathaus, dann mache ich den beim Mülleimer und dann zu dem Swimmingpool rüber, die Subarea mit den vielen Menschen und so.
Und dann gucken wir mal, wo wir sind. Du machst die am Anfang und dann redest du mit Pauline, mit den Musikern und düst dann nach rechts hinten auf diesen Turm, wo, oder auf dieses Gebäude, wo dieser Roboter ist, auf den du den Stampfattacke machen musst und der andere Musiker. Auto habe ich diesmal viel besser hinbekommen. Let's fuck. Sehr schön. Meine Pipi. Ja? Achso, ich habe OST an und ich höre diese Spielmusik. Ich dachte, Peter, wo kommt die denn her? Din, 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 din. Ah, hier kann ich das machen. Ich rede ja eh nur mit dem. Richtig. So, dann machen wir das Brutal Battle. Oh, er splitten. Okay, nice. Weiter geht's. So, den einen habe ich schon. Dann reden wir jetzt mit Pauline und machen jetzt noch drei. Ach stimmt, wir sind an der 1-0, da gibt's ja den DLC-Luigi nicht. Den Pixel-Luigi, für den man Geld bekommt. 30 FPS gehen gar nicht. Nee. Dann läuft das gerade bei mir um 30 FPS. So. Müsste eigentlich 60 sein. Ja. Aber juckt, also 30 FPS ist so. Sieht man ja auch alles. Ja. Hi, komme gerade von Vic, habt ihr jetzt gefolgt. Danke, Bruder. Ehrenmann. Nice. Jetzt schaut er mich nie wieder. Ja. So, du bist jetzt einfach raus. Also ja. Ich sammel, jetzt sammel ich noch einen ein. Du müsstest auch noch einen sammeln. Ja, ich sammel einen ein jetzt. Okay, nice. Okay, Cityland war auch besser als beim letzten Mal. Nice, let's go. Bam, du kannst die Odyssey. Ja, ich bin noch in der Animation. Ja. Kommt jetzt die Aufsplittung? Ja, ne? Du machst Polarland, ich mach Küstenland. Mach mal. Boah, das geht so schnell, ne? Ey, wir sind besser als letztes Mal. Cityland hatte ich auch ein paar Fehler letztes Mal. Das war jetzt auch weitestgehend fehlerfrei. Same. Kriegen deine Mods als Strafe für schlechte Arbeit weniger zu essen? Naja, weniger als nichts geht nicht. Auch weniger zu trinken und weniger Sex. Die kriegen Sex bei dir? Alter, das ist ja richtig. Na, nee, Bruder. Auf gar keinen Fall. Ja, wie bezahlst du die denn sonst? Ja, die sind im Keller und sind dankbar, dass sie bei mir arbeiten dürfen. Ach so, okay. Dankbarkeit kriegen sie. Ich kann Keku bei mir immer noch nicht sehen, aber juckt. Ja, hast du schon mal aktualisiert? Also, du musst manuell aktualisieren. Ja, hab ich. Okay. Ich mach jetzt nochmal. Pass auf, ich guck jetzt auch bei dir ins Oh, jetzt kann ich sehen. Ich sehe KQ, let's fucking go. Ich aktualisiere deinen Stream jetzt auch mal. Ich will auch bei dir KQ ballern. Du bist aber nicht Polarland, ne? Nee, ich bin Küste. Okay, alles klar. Dann ist ja alles gut. Ja, Mann, ich hab auch KQ. Bam, ich hab bei dir in Chat KQ geschrieben. Nice. Oh mein Gott, der echte Hübi hat mir geschrieben. Wow. So, Polarland machen wir ganz geschmeidig, ganz schnell, Freunde. Aua. Was geht ab, Toad? Mario, schön, dich zu treffen. Warum chillt er da überhaupt? Ich weiß es nicht. In dieser Schnee, hinter der Schneewand. Ja. Will er irgendwie, keine Ahnung, soll ich ihn in Ruhe lassen? So? Sado, danke schön. Ist mit ihm alles okay? Der ist wahrscheinlich einfach so richtig soziophob und fühlt sich da hinten wohl und dann kommt Mario ein Hallo! Hallo, genau hier! Bada, yeah. Ja, dieser Kettenhund. So, wie teuer war nochmal ein Mond? 100. Ich hab genug. 225. Let's fucking go. Herzlich willkommen. Du machst aber gleich den Cheap-Chip-Clip. Ja, natürlich mache ich den Cheap-Chip-Clip. Das ist ja sehr klar. Für die Fans. Das ist wie Chip-Clip für alle, die Mario 64 Speedrunning kennen. Alter, hier kommen permanent neue Chatter rein und machen KQ. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ey, bei mir genauso. Das ist geben und nehmen. Wie 69. Ja. Ich hasse es, dass die Kamera hier immer so kacke ist.
So, als erstes geht man hier rein, ne? Bam, 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 bam. Oh mein Gott, das war close. Okay, Chat, aufgepasst. Chip-Clip. Chip-Chip-Clip. Bruder, ich bin schon voll im Modus. Okay, ich glaube, Setup passt. Yes. Nice. Okay, was ist nochmal der zweite Raum bei Polarland? Also ich bin ja in dem... Die ersten rechts und links. Dunkel oder hell? Die allerersten, das sind die vorderen, also dunkel, glaube ich. Ja, ja, also da bin ich schon, da habe ich gerade zwei Monde gesagt. Okay, der ja. Der nächste ist das in den Goombas, ne? Genau. Ist das ein dunkler Raum? Ja, ich glaube schon. Okay, weil ich habe irgendwie... Du machst nur den mit den Mondmedaillen nicht. Genau. Okay, ich habe Küstenland geschafft. Echt so schnell? Boah, krass. So, dann war das dann war das da unten. Ja, dann musst du nochmal Konzert, ne? Ja, mache ich. Muss ich ja sowieso. Aber dann kann ich vielleicht sogar auch noch einen machen. Krass, dass du so schnell warst. Ja, Küstenland ist auch kürzer. Vielleicht schaffst du ja die Insel da neben der Odyssey. Dann wären wir wirklich direkt fertig. Das wär sick. So, ich bin gerade bei den Goombas. Ja, und da musst du nur noch, ich weiß, I know. Beim Hasen hinten, ne? Mhm. Ja, okay. Okay. So. Ja, nur noch einer, alles klar. Wo war der nochmal? War der links oder? Links. Links, oder? Links, ja. Ja. Boah, ich spiele da eine viel zu gechillte Musik gerade bei mir. Gar keine Action. Das ist irgendwo. Das muss irgendwo Wüstenland sein. Yo, Olyptos, vielen Dank für 1,55 €. Okay, wann hast du den Stern? Mond? Ein paar Sekunden. Okay, ich bin schon ready, abzudüsen. Alright. Und ich hab ihn. Let's go. Oh Gott, ich habe jetzt... Da muss ich auch nochmal kurz ins Küstenland, ne? Ja, du musst kurz ins Küstenland. Ich habe es gecatchert, okay. Als noch nicht der Mond draufgerechnet war. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, ich glaube, es zählt. Ich glaube, es zählt. Ja, ich glaube... Ja, okay. Nice. Okay. Fastball wieder. Oh Leute, I'm sorry. I'm sorry, Leute, I'm sorry. Okay, wir sind jetzt schon 10 Minuten vor der Zeit. Krass. Also jetzt müssen wir noch irgendwie... Schlemmerland können wir auch noch dick rausholen und dann müssen wir einfach fehlerfrei zu Ende spielen. Mhm. Auf ins Küstenland. Einfach nochmal angucken. Genau. Schön. Und dann verpissen. Genau, ich mache jetzt den Mond direkt oben beim Salz. Mhm. Und dann müssen wir sowieso... Und den direkt hinten in dieser Nische. Du kannst direkt zum Hasen. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, du bist aber trotzdem schneller beim Hasen, weil ich muss ja wirklich noch... Ja, yeah. Du musst noch eine kurze Reise machen. Gucken. Was für Hübi in derselben Welt? Ja, die Sache ist, wir spielen das zusammen und wir könnten uns theoretisch treffen, aber wir sehen uns so selten, weil jeder was anderes macht. Ja. Oh, Banjo-Mucke, geil. Ich hab das geliebt, Mann. Ich let's play das gerade. Ah. Ich spiel's zum ersten Mal. Ah, ich bin schon in Click-Clock-Wood. Ah, okay. Boah, das war meine Lieblingsstage. Ja, ich entschuldige. Ja, aber die im Frühling ist am geilsten. Ja. Boah, das hatte so ein geiles Konzept, ey. Und danach kommt ja auch schon... Tui. Also, spielst du das blind? Oder? Ja, also ich kenn's durch Videos, aber ich spiel's jetzt zum ersten Mal selber. Okay, gut. Aber auf Tui habe ich Bock, weil das ist ja noch viel größer und umfangreicher. Dass das auf einer N64 lief, finde ich so krass. Ist auch groß. Ja, du musst halt viel Backtracking machen und viele Wege, glaube ich, mehrfach laufen. Ja, bist du schon beim Bluto? Ja, haben wir jetzt besiegt.
Okay, nice. Zählt das für mich auch eigentlich? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, das zählt für mich auch nice. Soll ich dann wieder in den Raum gehen? Mhm. Du gehst unten zur Brücke und machst alles im Dorf. Mhm. Ich mach, genau, ich gehe direkt auf die Säule beim Topf, wo der Mond ist, und gehe und hüpfe dann runter zu dem Subroom. Ich quasi direkt zum Hammerbruder, wie beim letzten Mal. Genau, genau. Okay, nice. Genau, ich gehe jetzt quasi, ich werf nicht die Rübe in den Topf, sondern ich hüpfe direkt auf die Säule hoch und gehe dann wieder runter. Okay, nice. Das heißt, du machst alles im Dorf und auf dem Weg zum Dorf und dann gehst du zu den Hammerbrüdern. Alright. Hä? Das Schiff mit dem Rudel ist bei mir noch da. Aber du musst nicht kämpfen, oder? Nee, nee, du bist nee. Das ist das Schild da einfach in der Luft. Und ich höre diese Musik. Das heißt, das mit der Rübe hast du auch nicht gemacht? Nein, Rübe habe ich nicht gemacht. Okay, dann mache ich hier alles. Obwohl mich manche Leute Rübi nennen. Das heißt, das auf dieser Säule da auch nicht, ne? Auf der ersten nicht, ne? Ah ja, das wohnt ja da unten. Ups. Okay. Ich habe jetzt den Subroom fertig. Und dann, du siehst mit dem Hothead hoch, geh auf den Berg, genau, du gehst dann zum Hammer, Bro. Mhm. Und dann gehst du auf den Berg hoch und ich mache noch den Subroom unten. Ja, ich glaube irgendwie so dürfte das klappen. Okay, auf zu den Hammerbrüdern, Freunde. Genau. Let's fucking go. Richtiger Plan hier. Ja, ich bin so voll am Thinken gerade, was man alles machen kann. Was hältst du von schwarzen Löchern? Ich finde sie ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Ja. Mein Magen zum Beispiel einer. Oh, ich sehe dich! Ja, ich muss warten. Ah. Nice. Hä, das war voll gut koordiniert. Ja. Du bist da angekommen, als ich hier fertig war. Oh shit, ich. So, wie machen wir das jetzt? Gehst du vielleicht schon mal zu dem. Nee, du gehst den Berg hoch, hätte ich gesagt. Oder? Ach so, also direkt zu dem, wo der Triple Moon ist? Nee, das machst du, hätte ich gesagt. Okay. Da, genau, du gehst zum Triple Moon. Und da muss ich jetzt noch einen weiteren, genau. Okay, nice. Okay, passt. Okay, dann porte ich mich schon mal zurück. Ich meine, ich glaube, ich werde eh teleportiert, wenn du einen Triple Moon machst, aber das passt. Nice, ich glaube, das lief auch besser. Es war sehr smooth, ja. So, mal gucken, ob ich dich... Ah, yeah. Genau, wir machen Koop-Speedrun. Giacomo. Wir versuchen das Ganze unter 58 Minuten zu schaffen, weil wir haben das schon mal gemacht. Vor einer Woche ungefähr. Und wir hatten 58 Minuten und irgendwas mit 40 Sekunden. Und wir versuchten diesmal unter 58 zu kommen. Und es läuft bis jetzt eigentlich ganz okay. Also wir haben weniger Fehler gemacht und sind insgesamt einfach routinierter. So. Ich glaube, wir haben keinen wirklichen großen Fehler bisher. Ja, jetzt kommt der Dragon, ne? Das ja. Ist, glaube ich, egal. Aber jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir beide ziemlich fehlerfrei spielen. Ja, Tenjiro, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, hier kann man sich jetzt nicht mehr so großartig verteilen. Nee. Aber das ist halt gut, wenn man ein Backup hat. Ja, richtig. Wie gesagt, im Bowserland können wir noch ein bisschen Zeit rausholen. Mhm. Wie haben wir das da nochmal gemacht? Du hast nur die Story-Monde gemacht. Ah, okay. Wollen wir das dann wieder so machen? Ja. Weil ich werde jetzt nämlich den Drachen machen, du kannst auf mich warten. Und dann wirst du nämlich schneller im Bowserland sein als ich. Brauchst du eine offizielle Mario Odyssey Cartridge für den Multiplayer-Mod? Also ich habe das, also du kannst das entweder mit einer normalen Cartridge machen oder mit dem Online. Also ja, ich hab keine Cartridge. Ja, ich habe auch keine Cartridge. Also es geht Mittel und Wege mit deiner gemoddeten Switch auf ja. 1.0 zurückzusetzen, ja. Downgraden. Wobei ich eigentlich, das hab ich halt, eigentlich will ich ja. Odyssey noch physisch haben. Das ist so ein geiles Game, das will ich eigentlich im Regal haben. Ich meine, ich habe das so viel gespielt und es hat... Also ich meine, es hat mir quasi meinen YouTube-Weg geebnet, wenn man mal ehrlich ist. Ich verdanke dem Game schon sehr viel.
Bist du auch beim Drachen? Ich sehe dich gar nicht. Doch, ich bin da. Ich sehe dich auch. Okay, dann. Bist du irgendwo hinter mir? Nee, ich bin jetzt auf dem Drachenkopf. Ah, okay. Weird. Ja, dann bist du unsichtbar, Juk. Ja, Mario Maker 2 hat mir die vollständige Selbstständigkeit gesichert, aber Odyssey habe ich den Sprung von ca. 10.000 auf 30.000 Abos zu verdenken. Und ich glaube, das ist schwieriger. Ja, und bei mir war das der Sprung von Al-Bladi auf Weg. Ja. Also, das hätte so nicht geklappt, wenn es Mario Odyssey nicht gäbe. Ja. Du hast ausgerechnet Odyssey nicht physisch. Ja, das Ding ist halt, als YouTuber brauchst du halt immer zu Release. Nintendo schickt sie dir nicht vorher. Und du brauchst sie halt um Mitternacht so. Und Amazon kommt halt erst immer so, keine Ahnung, um 4 oder um 5 bei mir. Und dann kann ich halt vorher nicht streamen so. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, das Game frühzeitig zu haben. Aber mittlerweile kaufe ich mehr physisch. Der Drache zu krass Texturen, aber nicht so krasser Fight. Ja, ich hätte es cool gefunden, wenn er so ein bisschen stärker gewesen wäre. Aber der sieht halt super bedrohlich aus und ist halt wirklich nicht schwer. Also ich fand den auch, als ich ihn das erste Mal gekämpft habe, habe ich jetzt nicht einmal verloren. Und da war ich auch nicht sonderlich gut. Kämpf nicht weiter, weil ich weiß nicht, ob dein Teleport vielleicht gecancelt wird. Ja. Oh nee, Bruder, geh nicht in die Zwischensequenz, mach ihm nicht den Schädel kaputt. Okay. Damit du nämlich gleich, du wirst nämlich jetzt gleich teleportiert, also damit du im Gameplay bist. Ich sammle den Mond jetzt ein. Just, dankeschön. Ja, du hast mich teleportiert, nice. Ja. Okay, dann mache ich schon mal die Story-Monde. Genau. Und ich sammle die zwei extra Monde, die wir ein, und irgendwann treffen wir uns dann wieder. Ja, und Domtendo holt sich seine Games immer auf dem Fahrrad ab, richtig. Immer. Kennst du? Ja, oder? Kennst du? Ja, natürlich. The fuck? Absolute Legende, das Video. was soll denn die Scheiße hier? Vor allem war das halt auch einfach vor 10 Jahren oder so. Das ist so geil, Mann. Die uralt, die war ja noch geil, keins. Ja. The fuck? Okay, ich bin im Bowser's Kingdom. Let's fucking go. Aber ich habe nur noch ein HP. Hast du irgendwie habe ich mich gerade beim Drachen ein bisschen dumm angestellt. Hast du ein Problem oder soll die Scheiße hier? Oh man, ey. Du, ich hab das Gefühl, wir schaffen es wieder nicht. Dank. Doch, doch. Nee, Bruder, ich glaube nicht. Wir müssen uns einfach nur gut anstellen bei, Ja, also ich meine, wir holen jetzt auch ein bisschen Zeit raus, weil du mir im Bowserland noch ein bisschen Zeit sparst. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen eine niedrige 58, aber eine 57 ist nicht drin. Geb die Hoffnung nicht auf. Nee, ich geb sie auch nicht auf. So, beim letzten Mal habe ich hier ultra verkackt bei dem Bruder. Und jetzt? Easy. Okay, ich gebe mir gleich richtig Mühe bei dem Mecker. Was war Jodo? Vielen, vielen Dank. Bist du eigentlich schon vor mir? Weil ich war noch in der Cutscene. Nee, ich bin noch hinter dir. Okay. Aber ich hab dich jetzt gleich überholt. Oder warte? Ich bin noch in der Cutscene. Okay. Okay, nice. Weiter geht's! Oh, scheiße. Lol, du hast gerade einen Giftsub bekommen. Ja. An wen wurde der gegiftet? Ey, ich bin so krass im Spiel. Ja, aber Bro, du solltest vielleicht nachgucken, an wen der gegiftet wurde. Wieso? Weiß ich nicht. Mach ich gleich. Sag das mir, Leute. Ich bin gerade so konzentriert. Ah, okay, da bist du, okay. Er wurde an Domtendo, war auf dem Fahrrad. Domtendo auf dem Fahrrad? War der an Domtendo oder heißt jemand so? Nein, der heißt Domtendo auf dem Fahrrad. Nein! Oh mein Gott, ich mach gerade da oben den Sprung und ich bin in der Cutscene. Wow! Mir wurde mein Sprung gecancelt, weil ich in der Luft war während der Cutscene. Oh nein, oh, das tut mir leid. Oh Bruder. Oh shit. Aber ist dadurch jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Ja, ich hatte ein bisschen Zeit vor dem Moment gestorben, ne? Ah, oh, fuck, okay. Dann gönn ja noch die Mund da oben. Ja. Oh nein, jetzt kommen die Brutals. Ja.
Ab jetzt können wir keine Zeit mehr sparen. Jetzt muss einfach nur jeder von uns durchziehen. Ja, einfach durchziehen. Okay, ich mache erst die Olle. Ich hasse euch, Chat. Ich mache erst den Dude, dann behindern wir uns nicht. Den Hut-Dude. Was? Okay. Wo fliegt sie hin? Da. Nice. Okay, nice. Hast du ihn schon besiegt? Ja. Okay, ich bin leider immer noch bei ihr. Ja, bei ihr habe ich letztes Mal auch böse verkackt. Mein Chat besteht einfach ausschließlich aus Kekyu. Okay, hab sie besiegt. Die macht das leicht, das nicht aus irgendeinem Grund. Ist das der einzige Ort, wo man beide machen muss? Ja, wo der Progress nicht geshared wird. Ja, voll dumm. Ne, also was, glaube ich, gehen würde, wenn einer von uns beide macht und dann den Mond einsammelt? Ich glaube, dann geht's wieder. Hm. Ja, stimmt. Eigentlich einer könnte warten, bis es der andere hat. Aber wir sind an dem Punkt, ist unser Gameplay gesynkt so. Also da sind wir ja eh gleich. Okay, gucken, ob ich den kriege. Ah, scheiße. Keine Ahnung, wo der Bruder ist. Aber ich glaube, das ist der Hut. Doch, tatsächlich, einer könnte komplett... Ja. Doch, das ist total... Nee, ich glaube, dich teleportiert... Also der von uns schneller fertig ist, wird den anderen teleportieren. Ja, das... Also ich glaube, wenn wir es beide gleichzeitig machen, das ist auch wieder mit dem Backup. Einfach der schneller fertig ist, macht's für den, der langsamer ist. Ultimativ, dankeschön. Oh, du sammelst ihn schon ein? Yo, ich hab deine Cutscene. Yahoo! Stabil. Okay. Okay, und jetzt spawnt... Oh, die Brücke ist da, aber ich kann theoretisch meinen immer noch einsammeln. Ja, aber don't do it. Ja, ich werd's nicht machen, Hä, wie weird. Direkt losdüsen, Bruder. Einfach weiter. Ich hab ein bisschen Angst, weil es ein Story-Mode ist, dass ich das trotzdem einsammeln muss. Nee. Quasi umsonst dahin gehen. Du hast ja auch bisher die Story-Mode... Ich hab ja auch keine Story-Mode eingesammelt bisher. Boah, trotzdem Angst. Okay, ich brauche den Bruder. Go. Bruder. Nice. Vielen Dank. Oh, nice, ich bin da. Ich meine, theoretisch bist du ja vor mir beim Roboter, ne? Ja. Stimmt, du hast auch nicht Vorsprung. Also theoretisch, wenn du ihn fehlerfrei machst, teleportiert es mich schon weg. Ja. Wird das auch ein Video? Nee, ich denke, ich mache nur ein Video zu unserem ersten Speedrun-Versuch, weil wir da alles so frisch gelernt haben. Mhm. Okay, ich bin auch Nein, da. Nein, ich bin so dumm. Oh mein Gott, was ist denn los mit mir? Okay, mal gucken, wie schnell wir ihn diesmal schaffen. Ja. Aber ich habe einen richtig dummen Fehler gemacht, weil ich hasse alles. Okay. Dieser Boss macht einfach jedes Mal psychische Breakdowns. Schon immer. Ja. Wird's auch immer machen. Oder halt kurz vor dem Ende auch ist, ne? Ja. Einfach so ein richtiger Runbreaker kurz vorm Ende. Aber extrem. Oh Gott. Okay. Okay. Bam. Ciao, Cobra. Oh, scheiße. Irgendwas mach ich da falsch. Jetzt macht er 5 Schritte, oder? Ja. 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, nice. Okay, hab's auch geschafft. Nice. Du hast ihn besiegt? Ich hab ihn jetzt besiegt, ja. Oh, Junge, mach doch! Passt, du musst ihn nicht mehr besiegen. Okay. Weil du wirst teleportiert. Besieg ihn nicht. Okay. Du wirst teleportiert, sobald ich gleich den Triple Moon einsammle. Nice. Einfach überleben. Dann sammle ihn mal ein. Ja. Jetzt ist Feuerwerk.
Und jetzt, nee, noch nicht. Jetzt erscheint der Mond. Lasse, vielen, vielen Dank. Und jetzt laufe ich auf den Mond zu und jetzt habe ich ihn. Okay, nice. Okay, sehr gut. Oh mein Gott. Zum Glück, zumindest muss ich mir die Cutscene nicht geben. Okay, let's go. Oh, ich bin so froh, dass einer verkacken darf, sozusagen. Ja. Oh, ich habe so eine nervige Musik gerade an. Ach. Scheiß auf die Pyramide, Alter, weg damit. Okay, so, jetzt müssen wir einfach nur noch beide möglichst fehlerfrei den Mond spielen. Ja. Denkst du, ihr schafft Sub 48? Wahrscheinlich nicht. Wir schaffen Sub 55, würden wir nicht mal schaffen. Ja. Also da muss man schon realistisch sein. Ja, also es gibt bestimmt noch Verbesserungspotenzial in unserer Route, aber irgendwann braucht man einfach crazy Glitches und so eine Scheiße. Da müsste man theoretisch auch Sachen machen, die man halt im Singleplayer nicht macht. Richtig. Ich glaube, man kann sich da schon rein verkopfen, wenn man Bock hat. Oh, Bro, nee, ich glaube, es wird nichts. Ah! Okay. Schade. Aber lass trotzdem zu Ende spielen. Ja, natürlich spielen wir zu Ende. Hä? Oh, warte mal, ich guck mal nach. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf derselben Zeit wie letztes Mal. Das ich kann doch fast nicht sein. Ich habe das Gefühl, dass wir sogar besser waren. Ja, habe ich auch. Wir haben uns so gut angestellt. Klar, beim Mecker so, aber auch nicht viel schlechter als beim letzten Mal. Ja. Also beim Mecker. Wild, komisch. Mhm. Haben wir irgendwas anders gemacht? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber Sub 58 müssen wir schon schaffen. Da müssen wir noch mal ein bisschen unsere Route optimieren. Yeah. Ah, oh, fuck. Africa Man, danke für dein Prime! Ich schaff den Mond-Jump nicht. Ah, irgendwie krieg ich keine Höhe. Scheiße, Mann. Du musst es machen. Ich schaff's nicht. Kein Problem, Digga. Ja, du bist auch viel höher als ich. Oh nee, ich hab's auch nicht geschafft! Bruder, ich hab nur auf dich geguckt. Boah, es ist verwirrend, Mann! Jetzt hab ich's. Nice. Ich verstehe das nicht, was ich falsch mache. Ja, du musst es beenden. Ich hab keine Chance. Du schaffst das, Bruder. Ich stopp mal die Zeit, wo wir wären, wenn du es geschafft hättest und wo wir wären, wenn du es really schaffst. Ich hatte da aber auch schon meinen Blackout. Ich stand davor und dachte mir so, nee, Bruder, ich kann's nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum ich so wenig Höhe habe. Mir fehlt einfach die Höhe. Du musst Stampfattacke und dann einfach nur Cappy werfen, keinen Hechtsprung. Ja, Cappy werfen? Genau. Ich komme nicht hoch. Ja, ich komme nicht hoch. Chat, helft genau. Ihm mal. Ihr wisst sicher, wo der Fehler ist. Oder macht Keck you. Was ist das? Ich kenn das. Eigentlich ist der so simpel, aber irgendwann hab ich einfach einen Blackout und weiß nicht mehr, welche Button-Inputs man machen muss. Also ich mach den halt immer gleich. Deswegen, ich verstehe halt nicht, was passiert. Also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie zu weit rechts stehe. Es liegt daran, weil ich nicht genug Höhe habe. Guck mal, ich bin ultra tief. Ich muss eigentlich viel, viel höher. Was ist das? Digga, ist das so dumm, ne? Ich hab grad Randomizer-Flashbacks. Ich habe beim letzten Mal... Das kann nicht sein. Als wir das beim letzten Mal gemacht haben, habe ich das First Try und jetzt schaffe ich das nach dem 30. Versuch nicht. Ja, du machst es in jedem Speedrun eigentlich First Try. Hey, was ist das? Leute, was mache ich falsch? Du machst den ersten Capture... Nee, ich mach den ultra spät. Guckt euch das an. Ich mach den ultra spät. Das funktioniert trotzdem nicht. Ja, das war's. Ich kann nichts machen. Der Wandsprung ist, glaube ich, zu weit links. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also selbst nicht weiter... Digga. Wirklich, das fuckt ab, ne? Hä, was ist das? Was mache ich falsch?
Vic, wo ist das Problem? Ich komm nicht hoch! Das ist das Dümmste! Ich noch nie. Du kriegst sie nicht hoch? Das ist ja ärgerlich. Ich kann nichts machen, ja, ich komm nicht hoch. Weiter rechts der Walljump. Ja, okay. Dann weiter jetzt, rechts. Oh, jetzt sind das Salty, Freunde. Das Salz, ja. Das Salz. Ja, nee, ich sag. Ja, nee, einfach, nee, das ja. Ich merk schon, nein, Bruder, du bist ganz tiefenentspannt. Ja, ey, wenn du das 50 Mal probierst und nicht weißt, warum du es auf einmal nicht mehr kannst. Boah, Chat, jetzt weiß ich, wie es euch geht, wenn ich salzig bin. Ey, Freedom Squad, danke dir für dein frisches Prime-Sub, Mann. Schön, dass du da bist. Das ist, glaube ich, noch nie in meinem Leben habe ich den so verkackt. Also ich muss ja irgendwas grundlegend falsch machen. Also irgendwas macht. Irgendein Button-Input hast du vergessen. Ja, ja. Also es muss irgendwas, eine ganz falsche Gewöhnung sein oder so. Weiter rechts, du gehst gerade weiter links. Ja, okay. Dann weiter rechts. So. Krank, okay. Kommst du, also man hat ja immer diesen Punkt an der Wand, den man sich merkt, wo man den Wandsprung machen muss. Ja, den merke ich mir auch. Hast du da, was, ich mach's mit dieser schwarzen, mit diesem schwarzen Fleck, merke ich's mir same, immer. Same. Und zu kommst du zu dem? Oder fehlt dir da schon die Höhe? Da fehlt mir die Höhe. Okay, du kommst also nicht zum schwarzen Fleck. Nee. Okay. Der ist so knapp über mir noch. Ich weiß aber nicht warum, weil ich mach die Stampattacke. Ja. Am höchsten Punkt werfe ich Cappy. An die Wand? Und genau, an die Wand und da hältst du Y gedrückt und... Ja, genau, also kein Hechtsprung drauf, ne? Nee. Genau. Hältst du auch den Sprungknopf immer gedrückt? Die ganze Zeit? Ja, genau. Den halt gedrückt. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich habe das noch nie erlebt. Also, es ergibt halt gar keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich habe das, also, das ist schlimmer, als ich den zum ersten Mal gemacht habe. Wie weit bist du gerade? Ich bin gerade im Finale, also ich mach die Säulen kaputt. Nice. Bei wie vielen Minuten sind wir? 58 schon. Krass. Wir sind doch schlechter als beim letzten Mal. Hä, warum? Ich dachte, wir wären voll gut. Hä, als ob wir beim letzten Mal so strong waren. Links nochmal Cappy werfen, da gewinnt man ein bisschen an Höhe. Wie links nochmal Cappy werfen? Nein, mach so, wie du es immer machst. So, das ist jetzt verlern das Leben nicht neu. Verlern, ja, alles klar. Weiter rechts Walljumpen. Ach so, du meinst, den Walljump mache ich zu weit links. Oh, das könnte sein, actually. Oh mein Gott, das war die Lösung. Der Walljump war zu weit vorne. Ich hätte ihn weiter hinten machen müssen. Wir sind durch, Bruder, 58, 54. Was ist los, Mann? Was haben wir falsch gemacht? Hä, hey, ich dachte, wir wären viel schneller gewesen. Ich glaube, wir schaffen unter 58 Minuten nur, wenn wir das so, den Mecker so ultra schnell besiegen. Also wirklich ultra schnell. Hä, als ob? Und vielleicht finden wir irgendwas, wo wir uns besser. Aber ich hatte wirklich das Gefühl. Ich meine, selbst wenn ich jetzt im Bowserland nicht gechoked hätte, wären wir bei 58,30 gewesen. Ja, weird. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Alter, muss ich echt ich muss mal die Zeiten vergleichen. Ich muss den letzten Run nochmal angucken und diesen Run und dann mal die Zeiten vergleichen, nach welchem Land, also wo wir die Zeit verloren haben. Ja, irgendwas haben wir übersehen. Noario, danke dir noch für den Raid, ne? Grüßt euch. Ja. Aber hat trotzdem Bock gemacht. Ja, voll. Vor allem die Challenges, die waren geil. Ja, und dein emotionaler Ausbruch jetzt, der hat mich auch sehr zufriedengestellt. Ja, also man hat einfach gemerkt, das war wieder wegen sowas richtig, irgendwie wegen der falschen Gewöhnung so. Also man gewöhnt sich an falsch. Vielleicht, weil man die Trickjumps davor gemacht hat, das hat dich vielleicht ein bisschen zu viel zum Nachdenken gebracht, sodass du nicht mehr... Ja, man gewöhnt sich falsch an etwas und dann macht man das die ganze Zeit und fragt sich so, yo, warum funktioniert das nicht? Ja. Das war wieder so ein richtig typischer Moment, was das angeht. Aber juckt, Leute, das war Mario Odyssey Multiplayer. So sieht's und aus. Das hat Bock gemacht. Wollen wir wieder irgendwo... Ja. Nee, sag du erst. Ich würde es cool finden, weil, falls du Bock hast, dass wir beim nächsten Mal Hide and Seek spielen. Ja, da müssen aber noch zwei Leute anheuern. Genau, und vielleicht auch mit diesen neuen Maps, weil ich schwöre, die sind eigentlich literally dafür gemacht. Ja. Weil das sind so große Wälder und große Höhlen und so mit ganz vielen Büschen, ganz vielen Bäumen, wo man sich verstecken kann. Also das ist crazy. Ja, dann lass uns mal schreiben, wen wir dann noch einladen. Ja. Aber dann probieren wir es bis nächsten Donnerstag hinzubekommen. Okay, alles klar. Lass es auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht schaffe ich es, Dobby zu überzeugen, aber er meinte zu mir, er hat keinen Bock mehr auf Odyssey. Aber vielleicht so.
Kann man es dann aus ihm rauskitzeln? Ja, vielleicht hinsetzen oder so, mal gucken. Je nachdem, wer Bock hat. Alter, Timo muss auf jeden Fall dabei sein, dann dissen wir ihn einfach die ganze Zeit. Yes. Wollen wir wieder doppel raiden oder streamst du noch weiter? Wir können gerne doppel raiden, weil ich bin auch erstmal raus. So, wer ist da noch online? Letztes Mal habe ich eine Ansage gemacht, jetzt musst du eine Ansage machen. Okay, ich guck mal gerade, wer alles online ist. Vielleicht ist ja Domtendo auf dem Fahrrad live. Kennst du Kadi Cosplay? Nee, kenne ich nicht. Also K-A-D-D-I Cosplay zusammengeschrieben. Ist es nicht aber die Cold Mirror, oder? Nee, das ist nicht die Kadi. Kadi ist für mich immer Cold Mirror. Die ist cool. Okay, Kadi Cosplay. Ich schreib dir den Namen. Das krieg ich schnell, weil da ist ja so Funktion drin. Genau. Okay, warte. Also, Leute, Chat? Okay, warte mal, ich mute dich kurz. Oder? Nee, okay. Warte, ich halte kurz mein Abschlussplädoyer. Chat, vielen Dank fürs Zuschauen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch danke an alle Kekjur in Wix-Chat. nächstes Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal versuchen wir eine Hide-and-Seek-Runde zusammen zu bekommen. Eventuell sogar auf neuen Maps, also doppelt cool. Streamtechnisch stehen wir uns bei mir Samstagmittag wieder und morgen kommt der Ameisenbär-Track. Check das ab, Guys. Okay, jetzt darfst du. Alright, Leute, wir sehen uns morgen. Bis dann. So, Cuddy Cosplay. Ja, alles klar. Wunderbar. Raid ist da. Yes, sir. Lass dir ganz viel Liebe da. Und, mir auch. Wir sehen uns dann, ja, Samstag. Tschüss! Hau rein. Ciao, ciao. Raid. Yeah. Moment. Ich muss noch hier auf Ende drücken. Oh, wirklich gleich, zeitgleich. Sie sagt at the same time. Time? What? Tschüss.